Hallo und herzlich willkommen zur 47. Folge der doch etwas längeren Serie Was sagt die Bibel über Verschwörungen? Vom Generellen in der Bibel über das Reale, was wir jetzt hier in der säkularen Welt erleben, hin über die amerikanische Geschichte, weiterhin dann über die amerikanische Politik und dann rein in das Attentat von Kennedy, wo wir inzwischen in der 47. Folge sind, die dann einfach bezeichnet ist Killer Queen Nummer 2. Und die wird noch einen Untertitel bekommen und die wird eben dann folgendermaßen lauten: JFK, Queen und die Beatles. Herzlich willkommen, Jörg aus Belgien. Moin, moin. Ja, moin, moin, Michael. Und moin, moin und herzlich willkommen auch allen Zuschauern. Ja, ich finde es interessant, wie du die zwei da unten so dran machst. Das ist Killer Queen unten zwei anstatt Killer Queen hoch zwei. Hoch zwei ist ja mit sich selbst multipliziert. Ist ja ganz interessant. Das ist eine der wenigen Dinge, die ich aus der Mathematik begreife. Vielleicht steht die zwei, hätte die zwei besser oben stehen sollen. Aber weil sie unten steht, ist es ja ganz besonders interessant, sich also jetzt nochmal mit dem weiblichen oder der weiblichen Jackie oder was auch immer, jedenfalls Jackie, zu beschäftigen, die immer pink getragen hat und die deswegen natürlich irgendwie nicht nur der Pink Panther ist, sondern irgendwie auch der Elefant im Raum. Da wollen wir mal sehen, ob wir über diesen Elefanten fallen oder ob wir über andere Dinge fallen, weil was du wieder ausgegraben hast, ja, da möchte ich gar keine Mutmaßung anstellen, das ist viel zu kompliziert. Ich weiß, ich beschäftige mich im Augenblick mit so unglaublich vielen Dingen, dass ich den Donnerstag immer so ein bisschen als ein bisschen lockerer empfinde, weil ich da hier mit dir diese Sendung mache und im Grunde mache ich nicht viel, ich höre mir das nur an und ich bin jedes Mal jedenfalls wieder überrascht, was du nicht alles ausgräbst. Natürlich ist es schwierig und da hatten wir ja mal drüber diskutiert und das war eine Diskussion, die wir nicht auf Video aufgezeichnet haben, also die wir zwar aufgezeichnet haben, aber die wir nicht veröffentlichen. Unsere Meinungen differieren in dieser ganzen JFK-Sache irgendwo. Das ist auch völlig normal und auch völlig gesund. Man kann in solchen Sachen nicht immer einer Meinung sein, aber doch mal eben für die Zuschauer ganz deutlich gesagt, welche Mühe sich Michael auch immer gibt mit den ganzen Quellen, an die er rankommt, die ganzen Quellen, zu denen er Zugang hat. Er hat keinen Zugang zu wirklichen Geheimdienstdokumenten. Er hat keinen Zugang zu wirklich geheim gehaltenen Archiven. Das hat so gut wie niemand. Und deswegen werden wir nie, sage ich jetzt mal so ganz flop obendrauf, die ganze Wahrheit erfahren. In diesen Details, in die wir hier reingehen. Wer die ganze Wahrheit erfahren will über das große Spiel, das läuft, der muss die Bibel lesen. Da steht's drin. Halt nicht so detailliert, wie Michael das hier macht. Und dankbar für seine Recherchen bin ich. Freuen tue ich mich auf jede Sendung da gar nicht von. Aber ob wir hier den sogenannten Stein der Weisen bei JFK finden, weiß ich nicht, weil wir ja viel zu wenig echte Informationen, sage ich jetzt mal, darüber bekommen. Aber man kann sich eben viele Dinge zusammenreimen. Vor allen Dingen dann, wenn man die Bibel kennt und wenn man weiß, dass wir hier in einer absoluten Lügenwelt leben, in dem man im Grunde keinem glauben darf. Deswegen sagt man ja auch, trau, schau wem. Ich traue Jesus Christus und nur ihm alleine. Und jetzt bitte, Michael, der neue Vorhang von deinen Recherchen. Ich bin schon gespannt. Ist ein bisschen schwierig für mich, weil jetzt schon einige Menschen vielleicht ein bisschen verwöhnt sind von dem, was da in den letzten Folgen kam. Ich hoffe mal, wir können ja, da weiter. Das kann sein, ja. Ich hoffe mal, wir können da jetzt weiter in dem Tempo und alles da jetzt auch fortfahren. Es geht für mich ja nicht darum zu sagen, pass mal auf, das ist genau so und so gelaufen. Ich habe ja schon mal gesagt, final kannst du es schlecht sagen, aber es gibt so viele Hinweise. Und einfach mal auch Menschen vielleicht auch mal ermutigen, ihre eigenen Gedanken anzustellen und ihren eigenen gesunden Menschenverstand dann auch zu benutzen, weil dann kommt man auf ganz andere Geschichten, wie beispielsweise 8 Sekunden vor dem Anschlag dieses bekannte Croft-Foto von der Seite, wo Jacqueline Kennedy da mehr als mürrisch guckt. Und solche Sachen, dafür braucht man eben keine Experten für, sondern einfach einen gesunden Menschenverstand. Ja, auf den gesunden Menschenverstand aber eben zurückzukommen, Michael. Was mich also wirklich geflort hat, wie man so schön sagt, ne, also vom Hocker gehauen hat, das war damals deine Aussage, dass das Auto im Grunde der Opferaltar war. Ja. Und dass all die Menschen, die in dem Auto sitzen, auf ein oder andere Art und Weise ganz tief verstrickt sind in dieses Attentat. Dass man das niemals hätte zulassen können oder versuchen können, von irgendwelchen von außen Einwirkungen abhängig zu machen, sondern dass alles im Auto geschehen sein muss. Und das ist eine Sache, da habe ich früher niemals drüber nachgedacht und das möchte ich auch den Zuschauern nochmal mitgeben. Das sollten Sie bitte berücksichtigen, wenn Sie Ihre Untersuchung machen. Wie kann das, dass wir hier die ganze Zeit ein Ritual besprechen
und dann das Opfer genau zum richtigen Zeitpunkt gebracht wird und auch absolut fehlerlos da sein Leben lässt. Also fehlerlos im Vergleich zu von wie es geplant war, wie es laufen muss, weil es ein Ritual ist und das genau so gelaufen ist. Das kann nicht, wenn man da irgendwelche äußeren Faktoren mitspielen lässt. Und von daher, das ist eine der Sachen, das hat mich echt wirklich am meisten vom Stuhl gehauen, von es geht um dieses Auto, um diejenigen, die im Auto sitzen, in dem Augenblick, was die tun, was sie nicht tun, was sie geplant haben, was sie nicht geplant haben und inwiefern das Auto da mitspielt, inwieweit das präpariert ist und alles drum und dran. Das sind wahrscheinlich auch Dinge, die irgendwann nochmal drankommen. Aber da geht es halt auch nur um den Vollzug dieses Rituals. Da geht es nur, zwischen Anführungszeichen, um das Opfer zu bringen. Aber es ist ja das alles drumherum, was ja viel interessanter ist und wo man natürlich auch viel mehr dran sehen kann. Und dann kommen wir halt auf die ganzen interessanten Geschichten, die wir oder Menschen, die wir schon im Laufe dieser Studie kennengelernt haben. Aber wie gesagt, das hat mich am meisten vom Hocker gehauen. Dieses Auto, das im Grunde der Altar in dem Tempel ist, auf dem das Opfer gebracht wird. Nochmal eben auch zur Erinnerung der Zuschauer, weil bei 47 Folgen kann man ja auch das ein oder andere Detail vielleicht mal vergessen. Aber bitte, ich wollte dich nicht so lange unterbrechen. Das ist eben genau der Punkt. Das ist eine religiöse Sendung, wenn man so will, hier. Nur empfinden die meisten das eben nicht so. Deswegen bin ich einmal so ein bisschen so nicht so ganz begeistert über Kommentare nach dem Motto, ja, Jackie ist dann als Mann geboren, also was, also dann müsste, da muss man wirklich besser recherchieren, wenn man sowas glaubt. Also das geht schon rein von einigen Faktoren, da funktioniert das nicht. Aber wie gesagt, das ist alles so für mich uninteressant. Für mich ist interessant, das, was dahinter steckt. Und deswegen ist das jetzt vermutlich die letzte Folge, die sich jetzt hier um die Killer Queen dreht. Ich hoffe, das kriegen wir dann so durch. Und dann wird es, habe ich nämlich dann so beschlossen, dann wird es mindestens eine Sendung geben über den voraussichtlichen Hergang genau dieses Rituals. Und dann wird es Folgen geben über den religiösen Kontext dieses Rituals, nämlich das, was uns wirklich so gut wie keiner erzählt. Und da bin ich mal besonders gespannt drauf. Ich kann noch nicht sagen, ob ich jetzt in der nächsten Sendung das schon schaffe mit dem Hergang, weil das ist so viel Arbeit und ich könnte mir vorstellen, dass wir das vielleicht ganz zum Schluss machen. Aber egal wie, wir fangen jetzt an mit Killer Queen 2. Dieses Skript hier, Jackie is Killer Queen, blogspot.com, habe ich vor Jahren mal in den Finger gehabt und habe mich da mal mit eingehend beschäftigt. Und mir sind da ein paar Ungereimtheiten aufgefallen, allerdings auch ein paar logische Geschichten. Und das ist genau ein PDF, was wir dann verlinken werden, das es nur in Englisch gibt. Das heißt Reverse Engineering of JFK Assassination Plan, also das umgekehrte Ingenieurswesen, wobei da gibt es auch wieder eine Erklärung für, über den JFK-Anschlagsplan featuring die Killer Queen. Ja, so heißt das. Und das ist genau hier. Von natürlich einem Alias, der aber erinnert an ein Massaker auf einem Kriegsschiff der Amerikaner. Von daher könnte man mutmaßen, dass der entweder vom Militär oder vom Geheimdienst oder von beidem kommt. Und deswegen hört auch dieses Skript genau an dieser Stelle auf, kommt aber noch 450 Seiten hinterher noch Material. Das hört genau hier auf, denn wir wollten ja den Elefant im Raum besprechen. Ne? Der Elefant, der da so neben Paulchen steht. Ja, und was das alles vor allen Dingen auch mit der Killer Queen zu tun hat, die uns jetzt hier so entgegenströmt von der Gruppe Queen, das werden wir uns dann angucken. Das kommt jetzt mitten im Text. Das heißt, wir springen jetzt erstmal ins PDF und ich stelle euch mal dieses PDF einfach vor. Das ist kostenfrei erhältlich und dieses Ding hat etwas über 100 Seiten. Wir werden nicht in jede Seite reingehen, weil das ist erstens viel zu umfangreich und zweitens ist es dann sowieso erhältlich. Und wer da irgendetwas wissen will, der kann sich das ja auch in Englisch dann zumindest durchlesen. Ich habe keine Intention, das jetzt komplett in Deutsch zu machen, weil dann werden wir 100 Folgen Kennedy brauchen und das ist nicht Sinn und Zweck dieser ganzen Geschichte. Hier hat sich also jemand die Arbeit gemacht und hat den voraussichtlichen, aus seiner Perspektive zumindest, Ablauf dieses Anschlages aus der Sicht von Jackie Kennedy als Killer Queen als sogenannte Attentäterin da beschrieben. Und das ist sehr interessant, weil jemand auch wirklich mal sich getraut hat, eigene Gedanken zu fassen. Das ist also eine Version, die schon, glaube ich, 10 Jahre alt ist oder so. Und deswegen fand ich das sehr interessant. Es gibt also eine Abkürzung hier und es gibt auch die ganzen Details innen drin. Die Frage ist, wo fangen wir mit an? Ich würde sagen, wir fangen einfach mit der Abkürzung erstmal an. Quick Q&A, das heißt Fragen und Antworten, Questions and Answers, über den Anschlagsort und Anschlagsmethode von John F. Kennedy. Also, seine Hypothese ist, wer hat denn ihn umgebracht? Und hat er gesagt, ganz klar, seine Frau.
Bist du denn total bekloppt, indem du glaubst, dass JFK durch Jackie Lee Kennedy getötet worden ist? Und da hat er gesagt, ja, also alle anderen Antworten sind eigentlich unmöglich. Denn das, was überbleibt, egal wie unwahrscheinlich das klingt, muss eben die Wahrheit sein. Das ist also ein Occams Rasiermesser oder halt Deduktion. Jackies Schuld ist eben dann nicht nur wahrscheinlich, sondern also eigentlich sicher. Ne? Das ist das, was ich letzte Folge ja schon einfach gesagt habe. Sie muss wissen, woher der Schuss kommt. Ja, weil sie ja an dem Körper dran war. Wenn du den Körper berührst und an dem Körper dran bist und jemanden festhältst und jemand bekommt einen Schuss ab, dann kriegst du ja die Vibration, du kriegst ja Erschütterung mit in einen Körper. Und sie hat nichts dazu gesagt. Das heißt, ihr ist nicht daran gelegen, diesen Mord aufzuklären, was sie höchst verdächtig macht. Das kann man nicht einfach sagen. Das ist, wenn man so will, selbst ein Straftatbestand, indem man halt einfach da verschweigt und eben dann keine Angaben macht. Ne? Also er sagt ganz einfach, das ist ganz klar, dass Jacqueline Kennedy ihn ermordet hat. Ich sage, das ist ganz klar, dass sie hoch drin verstrickt ist. Ja? Weil, wie gesagt, du kannst es anhand dieses Filmes nicht beweisen, weil nochmal, der Film ist gefaked. Warum sie ihn umgebracht hat, tja, das ist eine Frage. Die Frage ist ja nicht nur, dass sie erfahren gewesen ist, um irgendwelche Leute da irgendeinen Strick zu drehen. Sie ist nicht nur beim CIA gewesen, sondern sie war auch mit Alan Dulles befreundet. Das heißt, sie hat auf jeden Fall mit Menschen zu tun, die im Anschlagswesen geschult ist. Das heißt, sie hatte auf jeden Fall die Möglichkeit, spätestens 6 bis 8 Wochen vor dem Anschlag bei ihrem Urlaub, in Anführungsstrichen, bei Onassis auf seiner Privatinsel zusammen mit ihrem Bodyguard Clint Hill, derjenige, der aufs Auto aufgesprungen ist, diese Szenerie zu proben. Darf ich mal kurz unterbrechen? Ja. Der letzte Satz des ersten Absatzes, also Question 2, der letzte Satz, den finde ich super interessant, den sollten wir uns mal kurz die Mühe machen zu übersetzen. The truth shatters your false reality built on unnatural belief system, which is your fundamental weakness. Die Wahrheit zerbricht oder zerbröselt oder zerstört vollständig deine falsche Realität, die aufgebaut ist auf einem unnatürlichen Glaubenssystem, was deine fundamentale Schwäche ist. Finde ich einen sehr, sehr interessanten Satz, auch wenn er grammatikalisch nicht ganz richtig geschrieben ist, aber finde ich sehr, sehr gut. Den sollte man sich mal hinter die Ohren schreiben. Ja, wir gehen halt einfach immer von der einfachsten Möglichkeit aus, und zwar ist das die Möglichkeit, dass uns die Fernsehstationen erzählen, wie es gewesen ist, und dann gucken wir das und gleichen wir das ab und sagen, das könnte sein, und dann war es das dann schon. Wir fangen nicht an, selber zu denken, und wir fangen auch nicht an, bei Null anzufangen, aber genau das musst du. Wenn du nicht weißt, dass es sich hier um ein religiöses Ritual handelt, wirst du immer auf die falsche Fährte gelockt, von jedem. Ja, und das ist das Problem dabei. Du kannst noch so intelligent sein, aber wenn du halt die entsprechenden Fundamente nicht hast, wenn du also im falschen Glaubenssystem bist und glaubst, das ist alles nur ein großer Zufall, deine Existenz hier, dann wirst du niemals zur Wahrheit kommen. Es sei denn, Gott zieht dich dazu. Aber so wirst du. Das ist jetzt genau etwas, was du sagst. Hast du mir das Video geschickt von dem Lanka, wo der etwas über 1 Stunden langen Vortrag hält? Das weiß ich jetzt nicht. 5,5 Gigabyte groß, den müsste ich von dir bekommen haben. Ja. Ich wüsste nicht, wo ich den sonst her habe. Ja. Also jedenfalls ist das ein Video von Lanka. Mhm. Ne? Dr. Stefan Lanka ist uns ja bekannt, derjenige, der eine ganze Menge Geld ausgelobt hat für denjenigen, der ihm ein Masernvirus nachweist nach den Kochschen Postulaten. Mhm. Der hält einen Vortrag von über 1 Stunde. Und ich habe angefangen, diesen Vortrag jetzt mit Kommentaren zu versehen und werde ihn dann veröffentlichen. Wahrscheinlich auf BitChute, weil auf YouTube kann man ja sowas nicht veröffentlichen. Mhm. Und er fängt an, zurückzugehen in die Geschichte der Medizin, wo er dann so 2.500 Jahre zurückgeht zu einem sicheren Demokrit. Ja, Demokritus, ja, genau. Mhm. Demokrit. Ja. Und dieser Demokrit hat gesagt, wir müssen die ganze Medizingeschichte aufbauen, nur auf dem Verständnis, dass es kein Geist, kein Gott, keine übermächtige Kraft gibt. Mhm. Wir müssen das Leben erklären, ohne diese Punkte. Also ohne Geist, ohne Gott, ja, müssen wir das Leben erklären. Und darauf basiert die ganze heutige Medizin. Wenn man den Vortrag sich gut anschaut und diese Dinge durchliest, dann versteht man, dass das genau darauf die ganze heutige Medizin betrifft. Ja, da habe ich natürlich sofort an Timotheus gedacht, 1. Timotheus 6 mit Science so-called, ne? Also die Pseudowissenschaft. Mhm. Und ich habe daran gedacht, dass eben,
wenn ich das aufbaue, auf dass es Gott nicht gibt, dann habe ich ein total verkehrtes Fundament. Und das ist genau das, was du hier gerade sagst, wird, wenn man diese Recherchen macht und man hat eben nicht das biblische Fundament, man hat nicht das religiöse Fundament, dann läuft man immer in die verkehrte Richtung, weil man gar nicht versteht, dass es religiös ist. Das ist genau mit der Medizin dasselbe. Das ist genau dasselbe mit dem Leben dasselbe. Das Leben lässt sich nicht erklären ohne Geist, ohne Gott. Ohne das gibt es nur Materie. Genau wie ich damals in der Serie mit dem Maximilian ja festgestellt habe, wo wir uns über die Evolution in einigen Folgen unterhalten haben, wo wir gesagt haben von ja, Geist schafft Materie, aber Materie schafft keinen Geist. Und ohne Geist gibt es kein Leben. Also, Entschuldigung, das weiche jetzt ein bisschen davon ab, aber da sieht man mal, wie übergreifend diese Themen sind. Wie komme ich von JFK auf Stefan Lanka, auf Medizin? Weil eben die Basis wichtig ist. Ich muss die richtige Basis haben. Ja, das ist eine Serie, wenn ich die Zeit hätte, würde ich sie mir gerne mal anschauen. Aber werde ich wohl nie haben. Science is the new religion, also Wissenschaft ist die neue Religion. Ja, tolle Arbeit, Michael. Aber gut, ich will jetzt auch gar nicht groß weitersagen. Aber das, gerade wo du das eben gerade sagtest, wenn man nicht diesen religiösen Hintergrund hat, wenn man nicht versteht, dass dieses ein religiöses Ritual ist, dann kann man niemals dahinter kommen, wie die Dinge wirklich gelaufen sind. Und genau das ist das, was ich meine. Genau das ist das, was bei dem Lanka aufgefallen ist, wo ich dann gleich einen Kommentar zu in das Video reingeschrieben habe. Also wenn es dann mal irgendwann rauskommt, behaltet meinen deutschen Bitshoot-Kanal mal im Auge. Da wird es erscheinen, weil auf YouTube kann ich das nicht machen. Das wird gleich runtergeholt. Ja, und das Entschuldigung, aber das muss ich jetzt mal sagen. Ja, und das ist auch der Grund, warum die im Augenblick noch nicht veröffentlichte 87. Folge von Science is the New Religion in Englisch schon abgedreht ist und produziert ist. Die ist aber noch nicht raus. Und da geht es sich genau um Atom und die ganze Hintergrund. Und das kommt eben auch von dem Vorsokratiker Demokritus. Das ist eben genau die Welt einfach nur materialistisch zu beschreiben und eben den Glauben an Gott komplett auszublenden. Und da kommt das alles her. Und deswegen ist das auch direkt Inhalt der ersten Folge über die Atomkraft. In Englisch jetzt wohl nur. Ne? Mhm. Also deswegen Demokrit, da kannst du mich jetzt alles Mögliche zu fragen. Da habe ich schon einiges zu gesagt und da habe ich jetzt auch ein 600-Seiten-Skript im Augenblick zu. Da hast du jedenfalls mehr Ahnung von als ich, der ich nur mal kurz dieses Video von Lanka noch nicht mal ganz geguckt habe und der hat Demokrit mal kurz erwähnt. Aber das hat bei mir, was er da gesagt hat, in dem Augenblick, das hat bei mir eingeschlagen mit der Bombe. Ja, wenn er das sagt, dann haben wir hier doch den absoluten Beweis, dass es in dieser satanischen Welt eben keinen Geist geben darf. Nee, das ist ja hier mein erstes Bild, wo ich angefangen habe mit der Atomkraft. Ja, kann man sich ja mal gewisse Dinge zu denken, ne? Warum jetzt auch der Durchmesser der Kugeln in Brüssel 18 Meter beträgt. Ne? Gleiche ganze Sache. Aber wie gesagt, immer hier in Belgien bei mir. Ich kann nicht dafür, aber mein Thema ist, ich gucke mir solche Sachen an und komme dann eben auf entsprechende Gedanken, weil ich schon viele Sendungen gemacht habe. Ne? Aber jetzt machen wir hier mal Science wieder zu und gehen mal wieder zu Kennedy. Ja, Entschuldigung, aber das musste ich halt. Ja, ja. Aber wo du gerade sagtest, Demokritus, da habe ich mir gedacht, Na, und dann sicher, wenn man jetzt gerade eben mal den letzten Satz in Frage 2 liegt, ne? Ja, ja, genau. Ne? Aber the das ist eben so. Shatters your false reality. Die meisten sind halt einfach in ihrem Glaubenssystem gefangen, ne? Ja. Ja. Okay, dann nächste Frage. Wie kann denn so eine Frau so nett und lieb sein? Die kann doch keine Anstägerin sein. Ja, wenn das so einfach wäre, bräuchte man keine Kriminalkommissarin. Da wird sie da auf den Kopf tragen. Ne? Also das ist alles völliger Quatsch. Wir hatten in der letzten Folge schon benannt, dass Jackie jesuitische Ausbildung hat, mit dem CIA zu tun hat, mit Alan Dulles zu tun hat. Also von wegen nett und berühmt, alles Blödsinn. Ne? So, wer gab denn den Auftrag, um ihn zu ermorden? Und da wird der Autor hier nicht konkret. Der wird dann sagen, das sind also Leute hinter den Linien und CIA und bla bla bla. Und da werden wir reingehen. Das ist jetzt nicht Aufgabe dieses Autors. Die Frage Moment. Nee, zurück zu der Frage. Scroll nochmal hoch. Was ist seine erste Antwort? Die Befehle kamen von Menschen, die das zentrale Bankensystem in den USA kontrollieren mit ihrem betrügerischen Federal Reserve System. Da hat er vollkommen recht. Nur kam das nicht von den Leuten, die das nach außen hin kontrollieren, sondern kam das von den Leuten, die das hinter den Kulissen kontrollieren. Und das wissen nur diejenigen, die sich ein wenig mit dem System beschäftigt haben, die zum Beispiel auch unsere Titanic-Folgen gesehen haben. Muss man ja mal eben hierzu sagen. Wir haben das ja alles gemacht. Und je mehr die Leute das sehen, dass wir das alles gemacht haben, sagen die,
Ach, so hängt das alles zusammen. Mir geht's. Ja, so hängt das alles zusammen. Mir ist es ja egal, ob jemand jetzt durch seine damalige Lieblingsgruppe zur Bibel kommt oder durch seinen Lieblingsschauspieler zur Bibel kommt, ob er Hauptsache, er jetzt kommt zur Bibel. oder jetzt durch die Wissenschaft oder jetzt im Augenblick durch Politik und JFK-Anschlag, mir ist es ja egal, Hauptsache die Leute sehen die Wahrheit. Ja, Ja, ich genau. behaupte, es sind ja Hypothesen hier, aber es sind ja Sachen, die man ja im Hintergrund nachvollziehen kann. Es gibt ja die entsprechenden Befehle von Kennedy und so weiter. Nur ist es das jetzt nicht das Ausschlaggebende. Das hätte man ja auch wieder bei der nächsten Wahllegislaturperiode von Kennedy einkassieren können. Verstehst du? Man hätte ihn ja auch politisch fertig machen können, aber man musste ihn oder wollte ihn exekutieren. Man wollte an ihm ein Exempel statuieren. Man wollte in ihm ein Beispiel ne, geben. Das ist eben das, was eben viele nicht verstehen und sagen, das ist die Federal Reserve gewesen. Nein, wenn das gewesen wäre, hätte man das rückgängig gemacht in der nächsten Wahlperiode, hätte den verlieren lassen, hätte ihm irgendeinen Skandal untergejubelt, Jackie hätte sich dann von ihm getrennt und was weiß ich, der Mensch wäre politisch erledigt gewesen. Das wäre ganz simpel gewesen zu sagen, das kassieren wir in ein paar Monaten wieder ein und so weiter und so fort und machen ein Skandelchen und was weiß ich, ja, schieben ihm dann irgendwelche Spioninnen unter und was weiß ich. Hätte doch alles irgendwo funktioniert. Hätte man auch viel einfacher haben können. Nein, er musste exekutiert werden, damit die Leute, die dahinter stehen, jetzt ein für alle Mal allen demonstrieren, das kommt ja jetzt auch, dass es dann letzten Endes, dass man mit denen nicht sich anlegen sollte. Deswegen sind das natürlich alles Püppchen. Ne? LBJ sind alles Püppchen dagegen. Ja, Tom Frest hat immer eine sehr interessante Sache gesagt zu dem JFK-Attentat. Er hat gesagt, das musste so gemacht werden, weil die Leute, die heutzutage in Washington sind, die im Kongress sitzen, ja, die die Gesetze machen, diejenigen da Machtpositionen haben, die wissen alle, sagte er, die wissen alle, wer JFK ermordet hat. Und das sollen sie auch wissen, weil dann wissen Sie, dass sie kontrollierbar sind. Ja, aber bei uns ist es so, die Menschen, die hier die Lesung sehen und verfolgen, sollen es ja dann auch final wissen, damit sie dann sehen, dass die Bibel recht hat. Darum geht es mir ja. Ja, natürlich. Ich entschuldige, dass ich dich so viel unterbreche, aber ich finde das auch mal ganz wichtig, mal zu sehen, was so einer wie Tom Frist sagt, der ja inzwischen über 60 Jahre alt in den Vereinigten Staaten ist und seit über 25 Jahren gegen die Freimaurer und wettert und der Grund hat, über die Freimaurer zu wettern. Und der mehr über Freimaurerei kennt, als was du und ich im Leben jemals darüber vergessen werden, weil eben seine Frau und er da auch durch ihren Job und so weiter ganz schön tief da drin gesessen haben. Ja, also, na gut, aber weiter im Thema bitte. Gut, also wie gesagt, das ist eben genau das Thema. Das ist eine öffentliche Exekution, eine öffentliche Hinrichtung eines Königs dieser Welt. Ja, von demjenigen, der die wirkliche Macht hat. Darum geht es ja. Es geht nicht um eine Demonstration. Es geht sich um eine Hollywood-reife Demonstration, die es so noch nie gegeben hat. Und eigentlich bis jetzt, wenn man das jetzt mal so auf die theatralische Art und Weise vergleichen will, auch noch nicht gegeben hat. Wenn man das jetzt mal vergleicht, die Exekution von Kennedy gegenüber der Medienausschlachtung der angeblichen Ermordung von Gaddafi oder Hussein, ist das ja völlig unspektakulär gegen den Kennedy-Mord. Okay. So, warum haben Sie niemand anderen denn benutzt, um den Herrn Kennedy öffentlich dann da hinzurichten oder zu, ja, wegzubeseitigen? Und da meint der Autor, es ist wirklich ganz schwierig, um eben jemandem das Gehirn rauszublasen und damit wegzukommen. Kein Attentäter würde also irgendein spektakuläres Resultat haben mit einer ausreichenden Verlässlichkeit. Und deswegen muss man jemanden haben, der aus kurzer Distanz den Herrn Kennedy erledigt. Denkt jetzt mal an die Parallele zu Abraham Lincoln, der dann in einer Loge in einem Ford Theater ermordet worden ist. Ja, das ist eben genau die Geschichte. Deswegen vermute ich bis heute, dass auch der Herr Oswald eigentlich ermordet werden sollte in dem Theater, was er da besucht hat. Ne? Das wäre ja nur zwangsläufig richtig gewesen. Ich glaube, dass das eventuell nicht ganz geklappt hat und dass da zu viele Zeugen gewesen sind. Unter Umständen glaube ich, dass das auch eine Möglichkeit gewesen ist. Aber wie gesagt, das ist ja reine Spekulation. Thema ist, aus kurzer Distanz hast du einfach eine größere Verlässlichkeit als aus weiter Distanz, wo alles schief gehen kann, was schief läuft, weil du immer von irgendwelchen Leuten im Auto und Fahrer und Wind und Zuschauer und tausend anderen Möglichkeiten abgelenkt werden könntest. Ja, und deswegen sind diese Menschen natürlich Meister der Psychologie und sie wissen genau, dass je größer die Lüge ist, desto mehr Menschen werden sie glauben. Das hat immer funktioniert auf dieser Welt.
Seine Hypothese ist, dass Jackie Kennedy zwei Kanonen oder Pistolen gebraucht hat. Einmal eine Pistole, um ein chemisches Gift zu induzieren und um ihn dann letzten Endes dann bewegungslos zu machen und ungefähr 7 Sekunden später dann eben eine Waffe in ihrer Handtasche dann da gezündet hat, um den JFK da das Gehirn herauszublasen. Das ist seine Meinung. Wie gesagt, muss nicht meine sein, aber ist auf jeden Fall eine valide Theorie. Das kann ich auch demnächst, wollte ich es auch gerne mal zeigen, weil das hat auch mit den Sachen zu tun, wie der JFK sich dann da benimmt. Gut. Und keiner würde dann eben vermuten, dass die First Lady in irgendeiner Art und Weise da involviert ist, weil die gilt ja als heilig, als Mutter der Nation sozusagen. Also hierzulande würde man ja auch jetzt nicht irgendwie so die Frau oder den Ehemann der Kanzlerin oder des Kanzlers verdächtigen jetzt. Also das wäre dann genauso ein Sakrileg, ne? So, warum hat es keiner gesehen? Oh, das haben ja einige Leute gesehen. Ne? Da werden wir auch noch dazu kommen. Ne? Das gibt halt einige Möglichkeiten. Und eine der Sachen, die da passiert ist, dass wo die zwei Motorbike-Cops, also die Motorrad-Cops, also Sekunden vor dem Schuss dann ihre Maschinen beschleunigt haben, sodass eine entsprechende Geräuschkulisse da ist, die du natürlich nicht hören kannst, weil der Zapruder-Film ja geräuschlos ist, also silent movie. Warum ist der Kopf nach hinten geschmissen worden oder in Richtung Jackie geschmissen worden? Das ist natürlich dann eine doofe Erklärung hier, weil der Autor jetzt nicht darüber erzählt, dass der Film gefälscht ist. Und das ist auch die erste valide Problematik hier bei dieser Theorie. Ne? Also du musst wirklich von vorne anfangen. Und er sagt, naja gut, das ist so und so und so. Das ist meiner Meinung nach absolut Blödsinn. Er meint, dass der beste Beweis wäre Frame 313, der eben halt genau diesen Gunshot-Trail, also genau diese Schusslinie nach oben zeigt über Jackies Kopf. Ich muss das jetzt nicht nochmal zeigen, das haben wir jetzt schon oft genug gezeigt. Ja, und das wäre als jetzt hier so der Beweis. Ich hatte einen ganz anderen Beweis. Der Beweis ist Foto 314. Ja, Entschuldigung. Das ist ja nur ein alter Artikel von der Welt, wo es darum geht, dass die CO2-Theorie nur generelle Propaganda ist. Ne? Welt.de-Debatte, Kommentar. Das ist letzten Endes Zapruder 314. Das ist ganz easy. Ja? Warum ist es ganz easy? Weil es angeblich der erste Frame ist, nachdem Kennedy dann halt da angeschossen worden ist. Es geht letzten Endes darum, dass ihr hier seht, auch ein Frame 314, dass es hier... 313, nach schon wieder 314, dass hier so ein bisschen weißer Rauch, auf jeden Fall Rauch drüber ist. Und das ist, heißt eigentlich, dass da in der Nähe irgendetwas gezündet werden muss. Nur so wie Schießpulver, ne? Irgendetwas explodiert. Also das ist nicht so, als wenn Gehirnmasse das jedes Mal tut, wenn irgendjemand einen Kopfschuss bekommt. Normalerweise steckt er dann fest oder so und geht durch oder wie auch immer. Aber dass also ein Gehirn explodiert, das ist was ganz Neues. Ne? Das ist also so noch nicht auf Film gebannt worden. Und hier beispielsweise seht ihr das dann auch, seht ihr so eine weiße Rauche und das Pulver und so weiter, das kann jetzt nicht nur Gehirnmasse sein. Ne? Die kann nicht auf der einen Seite orange sein und auf der anderen Seite weiß. Also das geht nicht. Also von daher, hier muss also irgendeine Quelle sein, die hier explodiert ist. Ne? Definitiv. Und das wäre für mich jetzt so der Beweis, wo ich sage, ist Gehirnmasse grau, ne? Man sagt, das strengt deine grauen Zellen an, ne? Ja, das habe ich auch nachgeguckt, da gibt es wirklich von allen möglichen Schattierungen alles, aber wie gesagt, wir wollen jetzt hier nicht despektierlich werden, es geht um den Fakt, dass sie so nah am Geschehen dran ist, dass sie wissen muss, was da genau passiert ist und sie hat einfach nichts gesagt und das macht sie dann mehr als verdächtig. Ja, es gibt natürlich eine ganze Menge Beweis von Jackie. Das Problem ist nur, dass alle Beweise durch die Regierung weggeschafft worden ist. Sei es das Auto, sei es die Spuren, sei es die Kugeln, die dann plötzlich dann wieder aufgetaucht sind und so weiter und so fort. Das heißt also, man hat da eine Spurenbeseitigung gemacht und man hat auch genug Belege und genug Dokumente jetzt auch unter Verschluss gehalten. Das heißt, die Regierung ist nicht da gewillt, dieses Verbrechen aufzuklären. Und dann gibt es nur eine Möglichkeit, ist, dass die Regierung eben da mit drin steckt. Ja? Und deswegen ist alles verdächtig, was hier in dem Auto ist und natürlich auch alles verdächtig, was sonst irgendwelche offiziellen Funktionen hat. Und damit natürlich auch jeder Polizist und alles. Was hat sie auf dem Kofferraum gemacht? Ja, angeblich hat sie dafür irgendwelche Sachen, irgendwelche Reste von seinem Gehirn geguckt, aber das ist Quatsch, weil erstens hat sie nicht auf den Kofferraum geguckt, bevor sie dann losgejumpt ist und zum Zweiten ist es dann so, dass sie da auch nichts aufgesammelt hat. Sie hat zwar nachher angeblich einem Doktor im Parkland Hospital einen Teil des Gehirnes übergeben, aber wie gesagt, das ist eine angebliche Geschichte und zum Zweiten, du kannst nichts aufsammeln, wenn du die Hand nicht geschlossen hast. Also egal, wie du den Film siehst von JFK, Zapruder und so weiter, sie krabbelte einfach auf den Kofferraum, um halt Ablenkung zu stiften und eben die Ablenkung von JFK dann halt wegzumachen. Und dann sehen die Leute plötzlich, oh, da kommt der Secret Service, der hilft ihr. Und da kommt der nette Mann und springt hinten drauf. Sodass also man dann sagen kann, gut, der Secret Service hat da nicht ganz gepennt, wenigstens die Jackie hat man da beschützt. Das ist alles nur Psychologie, was da ist. Ne? Meiner Meinung nach
hat noch einen ganz anderen Effekt. Da werde ich aber dann mal drauf eingehen, wenn wir dann auf den Hergang meiner Meinung nach gehen. Der Effekt ist, sie von der Täterin zum Opfer werden zu lassen. Nach dem Motto, guck mal hier, die verletzliche arme Frau, die gerade Witwe geworden ist, die kniet jetzt da völlig hilflos auf dem Kofferraum. Ne? Und das ist eben die Geschichte, dass man da eine Täter-Opfer-Umkehr hat. Meiner Meinung nach. Gut. Und dann vor allen Dingen, wo sie so auffällig ist. Sie ist ja ein tolles Ziel für alle Sniper, die dann sagen, Mensch, jetzt ne, hätte auch genauso gut etwas schief gehen können, wenn schon der Herr Kellerman dann sagt, auf dem Beifahrersitz, ne, eine Granatensalve, die ins Auto geflogen ist. Die ist aber blöderweise dann nicht geflogen, als die Frau Kennedy hinten drauf war. Ne? Und die hat da keinen Schrammer abgekriegt. Ne? Nix, kein Kratzer und kein Nagellack und nichts ist da ihr passiert. Ne? Ja, alle anderen Schüsse und so weiter sind alles Ablenkung. Ja, bin ich einverstanden. Ich bin der Meinung, dass da eine ganze Menge Schüsse gewesen sind. Aber wie gesagt, ich mache das auch nochmal ganz ausführlich. Und ihr könnt alles in die Tonne treten, was mit Autopsie-Report zu tun hat. Das hat alles wieder mit Regierungskreisen zu tun. Da ganz, ganz viel letzten Endes dann manipuliert werden, bevor es dann irgendwie rauskommt. Die Presse ist sowieso kontrolliert, was wir wissen. Ja, ist alles Blödsinn, ist alles nur Ablenkung. Warren Commission kannst du genauso gut in die Tonne treten und natürlich wird die offizielle Presse niemals über Jackie Kennedy berichten, denn man würde ja dann dieses heile Bild, diese heile Matrix da draußen mit Königen, Königshäusern, Sissy und Queen Elizabeth und was weiß ich alles dann komplett zerstören und genau das will man nicht, das hat man ja über Jahrzehnte und Jahrhunderte so schön aufgebaut. Ne? Ja. Und deswegen gibt es natürlich viele Menschen, die natürlich logisch denken können und die dann sagen, ja, also eigentlich kann es ja sie nur gewesen sein oder sie mit drinstecken, weil wie gesagt, sie war da so nah dran, wie sagte so ein Möchtegern-Researcher, ja, also es ist ein Wunder, dass sie nicht getroffen worden ist, ja, Dammegard, ne? Ist klar. Das sind alles Ablenkungsspezialisten, ne? Das ist so wie Alex Jones oder so, sind alles Ablenkungsspezialisten, ne? Und deswegen gibt es ja auch eine ganze Menge Leute, die sich darüber lustig machen, ne? So hier mit Pink Panther und so. Ne? Das ist alles, um das ins Lächerliche zu ziehen, damit man dann Menschen als sogenannte Verschwörungstheoretiker brandmarken kann, was nicht funktioniert, weil die Verschwörungstheorie kommt eigentlich hier auf Seiten der Regierung. Das ist das, was die meisten nicht verstehen. Das beste Argument gegen die Bezeichnung als Verschwörungstheoretiker ist, letzten Endes dann wirklich die wahren Verhältnisse aufzuzeigen und jetzt in jedem Falle, ob es jetzt Kennedy ist oder 9/11 ist oder auch die gegenwärtige gesundheitliche Situation da draußen, die Verschwörung Theorie ist immer auf Seiten der Regierung. Es ist die magische Kugel bei Kennedy, es sind die afghanischen Messerträger oder Teppichmesser bewaffneten Menschen in den Flugzeugen bei 9/11, ja, und es sind jetzt die bösen Fledermäuse aus China in der aktuellen Situation. Das sind alles die offiziellen Verschwörungstheorien und die Menschen, die das hinterfragen, die werden dann gebrandmarkt und da müsst ihr einfach schlauer sein. Und sagen, nein, tut mir leid, aber die offizielle Verschwörungstheorie der Regierungen unterstütze ich nicht. Denn die sind in der Beweispflicht. Und nicht wir. Wir sind gar nicht in der Beweispflicht. Eigentlich müssten die Regierungen uns beweisen, dass der Herr Kennedy durch diese Kugel umgekommen ist und so weiter. Und sie können es nicht. Du brauchst nur ein, zwei Fragen jeder Regierung zu stellen und schon sitzen die dann da und klappen die Sachen zu. Die haben keine Argumente. Es gibt so etwas nicht. Es gibt keinen Teppich bewaffneten Menschen, die mit Präzision in irgendwelche Wolkenkratzer in luftiger Höhe von 350 Metern reinknallen können. Sowas gibt es nicht, das ist Fiktion. Es gibt genauso wenig magische Kugeln und genauso wenig irgendwelche Fledermäuse, die dann plötzlich von aus heiterem Himmel auftauchen und dann die ganze Welt verseuchen. So, mehr will ich dazu nicht sagen, aber die Verschwörungstheorie liegt immer auf Seiten der Regierung. Und das muss man einfach mal begreifen. Das ist genau dieselbe Geschichte wie... Ja, 1969, ne? Da kannst du anfangen, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Und die kommen damit durch, weil die Mehrheit der Menschen einfach völlig naiv und gutgläubig sind. Ja, und die Kennedys haben nichts gesagt, weil sie erstens nichts beweisen konnten und zu zweiten auch dann genau anscheinend gewusst haben, mit wem sie sich da anlegen. Die Frage ist mir heute noch gestellt worden durch einen Kommentator und da werde ich auch noch drauf eingehen, warum die Kennedy nichts gesagt haben oder nichts sagen konnten. Und als der Herr Robert Kennedy vielleicht hätte etwas sagen können oder wollen oder etwas herausfinden können, bevor der Präsident geworden ist, ist der auch mal eben umgebracht worden. Das muss ja auch einen Grund haben. Ja? Und der schnellste Weg, um das eben zu bestätigen, diese sogenannte Verschwörung, wäre dann eben halt sein Grab zu öffnen. Ja? Aber das wirst du eben genau, wie ich vermute, eben gar keinen Körper von John F. Kennedy finden. Und vor allen Dingen findest du noch einige andere Sachen nicht. Das Gehirn ist ja auch nicht da. Das hat alles schon seinen Grund, aber ja, da fragt da keiner nach, der vielleicht mal eine Minute lang so einen Wikipedia-Artikel liest und dann sagt, ja klar, der Oswald, der hat das getan, 3 Schüsse, ne? Ist so klar. Mhm. Oder 30 Minuten Dokumentation über John F. Kennedy, also auf solche Kommentare kann ich nicht mehr antworten, tut mir leid.
Das ist einfach albern. Das ist albern. Ihr müsst ja nicht alles glauben, was jetzt hier steht oder was ich jetzt vortrage. Aber wenn man halt zu bequem ist, seine eigenen Nachforschungen zu machen, dann wird man halt immer im Kreis einer Nase herumgeführt. Ich werde mir sicherlich nicht mehr die Arbeit machen, ein Jahr irgendeinen Politiker nachzugucken, aber bei JFK ist es schon interessant. Ne? Es hat ja auch Auswirkungen bis heute, das ist ja eben genauso. Ne? Ja, also Zapruder-Film und so weiter und so fort, also da geht er gar nicht drauf ein und das ist eben auch dann hier eine Weakness, also ein Schwachpunkt dieser ganzen Geschichte. Er fängt nicht von vorne an, sondern beschäftigt sich nur mit dem Anschlag. Und wenn du das machst, dann siehst du natürlich auch die ganzen Zusammenhänge nicht mit Zapruder und Freimaurern. Da wird er hier gar nicht drauf eingehen. Entweder will das nicht oder er kann es nicht, ich weiß es nicht. Und deswegen gehen natürlich viele Menschen hin und verstehen das gar nicht, dass es ein Spiel ist von Insidern gegen Menschen, die überhaupt nicht wissen, da draußen, die einfach nur ganz normale, artige Bürger sind, die halt denken, das ist halt einfach nur irgendjemand gewesen, der ein bisschen geistig verwirrt gewesen ist. Aber die Leute, die sowas geplant haben, sind geistig absolut auf der Höhe. Die wissen genau, was die tun. Ansonsten würde das ja nicht so an die 60 Jahre jetzt schon verdeckt sein. Ja, das ist eben zu komplex für viele Menschen, sagt er. Da hat er schon recht. Ja, die sagen, das ist mir viel zu langweilig, ich will jetzt Fußball gucken oder ein paar hübsche Frauen oder ein schnelles Auto oder Formel 1 oder so. Die meisten Menschen sind da nicht an der Wahrheit interessiert. Anwesende ausgenommen. Klar. Ja, und das war es jetzt im Grund. Das ist also quasi so seine Schlussfolgerung. Und er sagt auch, ich glaube, dass eben dann so Frames removed, also jetzt dann verschwunden sind und so weiter und manche Sachen dann auch. Aber dennoch, es ist einfach so, du kannst aufgrund des Zapruder-Films und so nicht allzu viel sagen. Und das war jetzt erstmal so die grobe Zusammenfassung. Und jetzt würde ich gerne in die Einzelheiten gehen, jetzt wohl nicht komplett, weil, wie gesagt, dieses Fall kriegt ja noch und ihr wollt ja eigentlich Sachen haben, die jetzt nicht nur nachlesbar sind, sondern die jetzt vielleicht auch auf meinen, in Anführungsstrichen, Mist gewachsen sind. Ja, Jackie hat selber auch schon mal 1986 genau dieses Foto gemacht mit Edward Kennedy, wo sie die Handtasche direkt an sein Brustbein gehalten hat sozusagen und dann gegrinst hat. Das könnte ein Hinweis sein, aber das kannst du ja alles nicht beweisen. Ne? Jesse Ventura, ganz hochgradiger Desinformationsspezialist, ein früherer Wrestler, der dann Politiker gemimt hat, kompletter Schauspieler, das ist alles Blödsinn. Ja, das ist alles Quatsch. Diese Menschen, jeder, der euch nicht erzählt, dass es ein religiöses Ritual gewesen ist, wird euch immer betrügen, ob bewusst oder unbewusst. Denn ansonsten verstehst du die ganze JFK-Anschlagsgeschichte nicht. So, und deswegen gucken wir uns jetzt mal ein paar Geschichten an. Und jetzt kommt nämlich auch genau die Geschichte hier. Währenddessen du dieses Dokument liest, also jetzt hier immer während dieses Dokuments und so weiter und so fort, da werde ich ganz, ganz viele Quoten, also ganz, ganz viele Verse und ganz viele Anmerkungen, Zitate haben aus den berühmten Killer Queen Lyrics mit den Metaphoren, also mit den Anmerkungen von Jackie Kennedy. Ja, Killer Queen, der es noch nicht kennt, ist ein bekanntes Lied aus den 70er Jahren der Gruppe Queen. Ja, genau, der Freddie Mercury. Ja, und deswegen ist dieses Skript jetzt in Verbindung mit meinem Skript, glaube ich, dann doch vielleicht wert, zumindest mal jetzt ein bisschen jetzt Publicity zu kriegen oder halt vielleicht auch mal ein bisschen selber nachzudenken. Ne? Ja, die Menschen vermuten ja, als es wären einsame Attentäter gewesen. Das ist natürlich völliger Quatsch, weil sowas kannst du jetzt vielleicht alleine machen, maximal. Kannst du vielleicht einen Schuss absondern, aber du kannst es eben nicht vertuschen. Und du hast also auch keine Möglichkeit, als Attentäter normalerweise Autopsien zu fälschen, Leichname verschwinden zu lassen, Särge auszutauschen und so weiter. Also das ist klar, wer dahinter steckt. Ne? Das ist halt die ganz große Riege. Ne? Die Leute, die also wirklich jetzt Government spielen, ne? Richtiges Government, ne? Die Leute also dann wirklich Befehle erteilen und dort auch keine Widerrede haben, die bewaffnet sind und die wirkliche Macht haben im Land, ne? Man kann ja sehen, der JFK kann niemals der mächtigste Mann gewesen sein, ansonsten wäre er nicht umgekommen, ne? Wenn er der mächtigste Mann gewesen wäre, hätte er auch eine mächtige Bodyguard, Beschützertruppe gehabt. Wo war die denn? In Dallas? Haben die alle frei gehabt? Nö, die waren da und haben einfach nichts gemacht. Also ist er gar nicht der mächtigste Mann. Wenn er der mächtigste Mann wäre, dann würde man sagen, nee, wir können uns das nicht leisten, wir müssen gehorchen, ansonsten haben wir morgen keinen Job mehr. Ja, nur mal als Beispiel. Also von daher, er ist nicht der mächtigste Mann. Ich sag's mal so, Michael, der mächtigste Mann, der braucht überhaupt keine Leibwächter. Ja, aber es geht sich ja jetzt hier um eine säkulare Geschichte eines Politikers. Naja, ich auch. Wer ist denn der mächtigste Mann auf dieser Welt? Ja, da kommen wir ja später noch zu. Lass uns da jetzt nicht drauf eingehen, aber der Punkt ist, die wirklich mächtigen Menschen, die brauchen keinen Secret Service. Also Leibwächter und solche ganzen Sachen, das brauchen die nicht. Das kriegen die nach außen hin gestellt, weil das für die Leute ja so sein muss. Aber brauchen tun die das nicht, weil denen tut keiner was. Diejenigen, die befehlen,
denen tut keiner was. Diejenigen, die Befehle ausführen, die sind in Gefahr. Aber mach mal weiter. Entschuldigung, ich musste das einmal eben sagen. Ja, und der Autor jetzt hier, der schreibt immer von Parasitik, also von schmarotzenden ethnischen Gruppen. Ne? Das ist einfach, der rückt natürlich da auch nicht mit raus. Und das ist auch vielleicht ganz gut so, dass wir da immer wissen, das gehört jetzt irgendetwas mit der ganz speziellen, ganz, ganz hochtechnologisierten und ganz, ganz wichtigen Elite zu tun, die man eigentlich kennt. Ne? Könnte ja die klerikale Abteilung sein. Aber nochmal, ich will das ja nur verbinden, dass ihr jetzt mal seht, aha, es gibt also ein Skript, das kann man sich sogar runterladen und das kann man sogar dann haben, das kann man das selber nachlesen, man könnte es auch dann eins zu eins übersetzen. Ist ja auch nur mal so. Ich sage ja, hier sind einige Sachen drin, die ich nicht unterschreibe, aber ansonsten finde ich das vom Gedankengang schon mal interessant, vor allen Dingen in der Verbindung mit dem Songtext von Queen Killer Queen. Ja? Also, natürlich unauffällig ist natürlich, wenn du eine Killer Queen hast, also wenn du eine Attentäterin hast, die niemand verdächtigt und die natürlich Zugang zum Opfer hat, ne? Wie jetzt in dem Fall von JFK. Ja? Deswegen geht es jetzt genau darum, dass er sagt, guck mal, hier sind so viele Anmerkungen drin, beispielsweise Gelatin, eine Metapher beispielsweise für Gehirn, ne? Oder Marie Antoinette, was in dem Text vorkommt, ne? Die ist also öffentlich da hingerichtet worden mit einer Guillotine. Und JFK hatte also auch da seinen Kopf weggeschossen bekommen oder sein Gehirn rausgeblasen bekommen sozusagen. Und das sind eben dann ganz komische Allegorien, die dann in diesem Songtext von Queen auftauchen. Und was hat das damit zu tun? Vor allen Dingen, wieso kommt denn so eine Gruppe wie Queen darauf, so ein Lied zu machen wie Killer Queen? Und wie kommen wir darauf, dieses Lied genau mit Jackie Kennedy und dem Anschlag auf John F. Kennedy zu verbinden, ne? Also warum der JFK abgemurks worden ist, ist ganz klar. Es ging halt einfach darum, ein Exempel zu statuieren, wie der Jörg schon so richtig sagt oder wie der Tom Fress so gesagt hat. Es ist letzten Endes so, dass wir wissen, sie hat auch für die CIA gearbeitet und beide haben einander garantiert dort betrogen. Das wäre noch nicht der Grund, jemanden abzumurksen, aber wenn du einmal in der CIA drin bist, kommst du da auch nicht mehr raus. Und du musst dir mal eins vorstellen, dass es einen guten Grund gegeben hat, warum man sie genommen hat. Sie war erpressbar. Ja? Es gibt da so ein altes Meme, so eine alte Geschichte, wo ich mit jemandem drüber gesprochen habe, den ich jetzt nicht nenne, der zu mir gesagt hat, ja, sie gehen zuerst an die Kinder, ja, um jemanden unter Druck zu setzen, nach dem Motto, wenn du das nicht machst, ne, dann... Jetzt, ihr könnt euch alle möglichen Sachen ausdenken, aber das ist auf jeden Fall schon ein ganz heftiger Grund, warum jemand vielleicht mitmacht, obwohl er vielleicht gar nicht will. Vielleicht muss er auch mitmachen. Wir wollen ja jetzt nichts unterstellen, aber es gibt Mittel und Wege, jemanden so unter Druck zu setzen, dass er sagt, okay, entweder spielst du mit oder halb du bist die Nächste oder ne, wie auch immer. Also von daher, mit der JFK-Verbindung oder mit Jackies Verbindung mit CIA hatten wir schon. Aber das ist eben die Geschichte, dass es halt so der normale Mensch, vor allen Dingen 1963, nicht auf dem Schirm hatte, dass Jackie Kennedy irgendetwas mit Alan Dulles oder mit dem CIA im Besonderen da irgendwie zu tun hatte. Ne? Und auch die Geschichte mit Aristotle Onassis, die wir in der letzten Folge benannt haben, die ich extra jetzt auch in dieser Reihenfolge so benannt habe, jetzt macht das ja alles komischerweise Sinn. Ja? Und deswegen gibt es da auch jetzt Quotations wieder in diesem Killer Queen Lyrics über Madman from China, eine Metaphor für einen kurzen Menschen, und Onassis war gerade mal 1,65. Ja? So geht es also dann immer weiter mit diesen komischen Zufällen, die eben keine sind. Ja? Ja, und deswegen ist er derselben Meinung, dass man eben keine wahnsinnigen Attentäter hätten, die also jetzt da mit scharfen Munition irgendwo ins Auto reinziehen, weil da hätte alles mit schief gehen können, egal wie gut du bist, ja, aber nochmal, da ist irgendwer das mit Metall im Wege und du bist kurz abgelenkt, 5 cm zu tief, ja, und das Ding zerschmettert dann die Seitenscheibe, Glas fliegt dort durch, du kannst dir das nicht vorstellen, das ist viel zu riskant, aber gut, gibt viele Menschen, die glauben das, dass jemand in der Lage ist, auf 60, 70 Metern Entfernung Zentimeter genau zu treffen. Ja, das kann alles sein, aber wie gesagt, du hast 5 andere Menschen in diesem Auto, die eigentlich nicht getroffen werden sollen. Ne? Und das ist das. Wenn der alleine unterwegs gewesen wäre auf dem Motorrad, dann würde ich ja vielleicht noch nichts sagen. Aber wenn 6 Leute im Auto sind, hallo, da kann aber einiges schiefgehen. Ne? Da kann einiges schiefgehen. Ja, er geht nicht drauf ein, auf die Geschichte jetzt hier mit den Freimaurern, was ich einen absoluten Minuspunkt auch wieder finde hier in dem Skript. Deswegen sage ich ja, ich habe bis jetzt noch nichts gefunden, wo ich gesagt hätte, ja, also genauso hätte ich es auch geschrieben. Aufgrund dessen habe ich selber angefangen, etwas dazu zu schreiben. Aber ich bin noch nicht so weit, das da so zu machen. Und deswegen ist auch dieselbe Geschichte, alle Menschen in diesem Auto machen irgendeine komische Aktion. Aber wie gesagt, von mir kommt noch ein Skript demnächst, wo es jetzt darum geht, dass ich das versuche, mal aus meiner Sicht zu beschreiben und dann könnt ihr euch mal gucken, ob ihr euch da drin wieder erkennt. Ne? Killer Queen
Und sie sagt einfach, dass es eben, oder er sagt einfach jetzt hier, man weiß ja nicht, ob er eine er oder eine sie ist, oder vielleicht irgendjemand, der nicht weiß, was er ist, der sagt also hier, man musste irgendeine chemische Droge injizieren in ihn, damit er halt auch dann stillhält, ne? Weil egal wie, ein Sitting Duck, also ein bewegungsloses Ziel ist immer leichter zu schießen, ne? Als jetzt ein bewegliches Ziel, ne? Frag mal jeden, der es irgendwie auf dem Schießstand gewesen ist oder so, ne, wenn du da liegst, ganz ruhig und so weiter, dann triffst du auch etwas. Ne, wenn sich aber ein Ziel bewegt, dann ist echt schwierig, weil du musst dich ja mitbewegen mit dem Ziel und dann, boah, das ist viel, viel, viel schwieriger. Also ist am besten, wenn du ein stehendes oder sitzendes Ziel hast, also ein nicht bewegendes Ziel. Und das könnte man beispielsweise jetzt erzielt haben durch eben eine Injektion, was letzten Endes dann auch, meine ich zumindest, wahrscheinlich ist, weil der Herr Kennedy sich jetzt wirklich nur an die Kehle greift. Also er könnte dann genauso gut irgendwie so gelähmt sein und wenn er gelähmt ist, dann ist auch seine Atemwegsmuskulatur, seine Atemwege eventuell gelähmt. Eventuell konnte er gar nicht mehr vernünftig atmen. Wissen wir ja alles nicht. Ist ja alles unter Verschluss. Ja, das ist ja auch, Autopsie ist ja auch in Dallas abgebrochen worden. Ich habe heute ein Interview gesehen mit jemandem, wo ich eigentlich nicht glaube, dass die Aussage stimmt, dass da quasi mit Waffengewalt dieser Leichnam da aus dem Dallas Park and Hospital dann da mitgenommen worden ist. Zumindest unter der Hilfe von Secret Service. Also von daher die Geschichte jetzt hier, dass man ihm irgendetwas gegeben hat. Und er hat ja so ein Korsett getragen. Er war also da in dieser Position, in dieser Limousine, maximal bewegungsunfähig. Egal wie. Er hätte ja auch nicht aussteigen können, großartig aus dem eigentlich noch rollenden Fahrzeug. Ja, mit seinem Korsett und so weiter und so fort. Also du kommst ja einfach aus dieser Situation nicht heraus. Ist ja nicht so, als wenn du hinter einem Rednerpult stehst und irgendjemanden siehst und dich da mal eben plötzlich ducken könntest, sondern du kommst ja aus diesem Auto nicht weg. Ja, und das ist die Geschichte. Und deswegen macht der Killer Queen so viel Sinn, ne? Das ist angeblich Jackies Pfeil oder sehr Jackies Beruhigungsspritze sozusagen. Ist jetzt hier nur eine Idee, ja? Ist jetzt hier wirklich nur eine Idee und kommt also alles in meinem Skript auch noch. Ja, und deswegen kann ich nur jedem raten, mal seine eigenen Nachforschungen zu machen. Fest steht, du hast hier eine Schusslinie, Trajectory, die nach oben zeigt, das ist Shot 313, und du hast eine weiße Wolke von irgendwie Pulver oder irgendwie Rauch, Schmauch und was weiß ich noch alles. Also hier ist auf jeden Fall irgendetwas explodiert. Ne? Das ist kein normaler Schuss, der einfach zack, ein Ziel trifft und durchgeht, so wie angeblich die magische Kugel. Und da sich diese beiden Kugeln, wenn es zwei Kugeln gewesen sind, die sich so vehement unterscheiden, die erste und die zweite, also die erste, die durch die Kehle geht und die zweite, die quasi durch den Kopf geht und das Gehirn rausbläst, kann es nicht dieselbe Waffe gewesen sein. Das ist, habe ich am Anfang schon gesagt, das ist sowas von simpel. Ich verstehe gar nicht, dass da so wenige Menschen da jetzt drüber reden. Und wie der Kopf jetzt so läuft, von links nach rechts, von oben nach unten, spielt überhaupt keine Rolle, weil du ja weißt, dass die Frames eh vertauscht werden können. Also von daher, du kannst diesen Film ja jetzt nur als Anhaltspunkt nehmen, aber du kannst damit jetzt keine Untersuchung starten. Du musst selber anfangen zu denken. Ja, der Kennedy hat auf jeden Fall eine ganz, ganz böse Kopfwunde. Und das ist genau das Problem, ja, an diesem Film und an dieser ganzen Geschichte. Ich werde auch noch viel, viel tiefer da reingehen. Und er sagt, gut, also es ist wahrscheinlich, dass eben dann durch den Kopf geschossen worden ist, was letzten Endes dann, wenn du ein Eintrittsloch hast und ein Austrittsloch hast, dann auch die maximale Zerstörung anrichtet. Als wenn du jetzt nur ein ganz kleines Einschussloch hast. Es gibt die Möglichkeit, einen Kopfschuss zu überleben, habe ich mal festgestellt. Aber dafür musst du so halt, also neben dem Faktor Glück bzw. Gottes Beistand, musst du dann auch ein Projektil haben, was dann tatsächlich ein Vollmantel ist, beispielsweise, was also nicht aufpilzend, dumm geschoss oder sonstiges behandelt. Munition ist, ansonsten hast du halt überhaupt keine Möglichkeit, das zu überleben. Und ist auch Da logisch. gibt es Bitte? einen sehr interessanten Film mit einem absoluten jesuitischen Schauspieler in der Hauptrolle, Harrison Ford, der genau so eine Rolle spielt, wo er in den Kopf geschossen wird und den Kopfschuss überlebt. Ja, es Der gibt Film aber. heißt, der Film heißt im Englischen Regarding Henry und auf Deutsch heißt der. Komme ich jetzt nicht drauf. Meine Mutter guckt den da vielleicht. Ich habe den mal damals vom Internet runtergeholt. Der geht sich Zigaretten holen und kommt da gerade rein, wo der Laden überfallen wird. Und der Typ dreht einfach um und knallt ihm in den Kopf. Und er kriegt einen Kopfschuss. Und es ist halt nur ein kleines Loch im Kopf vorne drin. Kein Austritt. Und das ist genau das, was du gerade sagst. Also da gibt es auch einen Film drüber. Gut, das Und ist es ist vielleicht jetzt. gar nicht uninteressant, dass das dann mit einem Schauspieler wie Harrison Ford passiert, ne? Gut, okay, das ist dann halt im Film, aber in Wirklichkeit gibt es also auch tatsächlich Menschen, die einen Kopfschuss überlebt haben, aus welchen Gründen noch immer.
die dann teilweise auch jetzt Fragmente noch da drin haben, weil die nicht herausoperiert werden konnten, weil es zu gefährlich ist. Also ich hab da mal drüber gelesen, ob das stimmt, weiß ich jetzt nicht. Aber um halt sicher zu gehen, du hast einen amerikanischen Präsidenten und du willst ihn öffentlich exekutieren und es darf nicht schief gehen, musst du natürlich ein Spezialgeschoss haben, was dann aufpilzt. Also was dann so Polizei und solche ganzen Leute haben, um eine Mannstoppwirkung dann zu erreichen. Also du musst irgendetwas haben, was dir maximalen Schaden anrichtet und eben kein Geschoss haben, was jetzt einfach durch den Kopf durchgeht und dann wieder den nächsten trifft. Also bei dieser Geschichte müsst ihr euch mal Folgendes überlegen. Die zweite Kugel, ich wollte ja eigentlich gar nicht so ausführlich machen, die erste Kugel ist angeblich daneben gegangen. Die offizielle Version von Oswald, von hinten. Die zweite Kugel ist durch den Kennedy durch und ist dann halt durch die Kehle durch, also Rückenkehle und dann in den Connolly, Brust und Handgelenk und bla bla bla. Jetzt überlegt mal, jetzt wird der Kennedy angeblich von hinten erschossen. Ja? Warum ist denn da jetzt nicht, warum geht die Kugel denn jetzt nicht weiter? Warum wird plötzlich der Kopf abgesprengt? Warum ist jetzt diese dritte Kugel keine magische Kugel? Ich meine, alleine schon der Logik heraus kannst du das ein Sechsklässler begreiflich machen. Aber Leute lassen sich damit abspeisen und ich glaube, dass die einfach damit übertrieben haben mit ihrer magischen Kugel. Aber ich komme noch auf diese Kugel und alles noch drauf zu sprechen demnächst. Aber darum geht es jetzt also. Die maximale Zerstörungswirkung zu haben, die kann ich nur mit einem Geschoss haben, was aufpilzt, was explodiert. Was also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes dir den Kopf abreißt. Oder zumindest das Gehirn wegspringt. Das war wohl die Idee dabei. Ne? Um das so medienwirksam zu haben, dass man sagt, das ist so grausam und so schrecklich und so weiter und so fort. Der ist nicht einfach erschossen worden, der ist exekutiert worden. Man hat an niemandem Beispiel oder ein Exempel statuiert. Ne? Ja. Also von daher, das ist ganz klar, das ist halt einfach sehr, sehr schlau, wenn man sich das anguckt, wie das gemacht worden ist. Man hat auf jeden Fall da kein Risiko genommen, sondern man hat genau eine schwache Stelle genommen im Körper und im Kopf natürlich dann auch und hat nicht einfach frontal in den Kopf geschossen, sondern halt auch so ein Geschoss genommen, was die maximale Zerstörungswirkung hervorruft. Ne? Wenn er jetzt beispielsweise einen Schuss in die Brust bekommen hätte, hätte er noch überleben können. Ja, aber mit einem Schuss in den Kopf und dann, ne, das ist ein ganz anderes Ausmaß. Man wollte also hundertprozentig sicher sein. Ja, und wie gesagt, also so sieht's aus. Ne? Die ist also jetzt hier schon gleich Richtung Kofferraum unterwegs, ne? Haben wir ja schon erklärt. Und wir wissen ja gar nicht, ob die Frames stimmen. Also so viel Unsicherheit da drin. Ne? Und Jackie reagiert eben genau wie ein Roboter. Ne? Das ist das, was ich auch sage, wo ich sage, die ist trainiert da drauf. Das ist keine menschliche Reaktion. Sie zeigt keinen Schock. Ja, wenn du so eine Sache siehst, hast du normalerweise einen Schock von mindestens 1,5, 2 Sekunden. Jeder Mensch, der sagt. Und das war's. Das waren schon über 2 Sekunden gerade. Also, wenn du das nicht hast, ne, dann stehst du entweder unter Drogen oder aber du bist der Täter. Ne? Die zwei Möglichkeiten gibt es vielleicht. Also, mir fällt im Augenblick keine dritte ein. Ja, also von daher, das ist alles sehr komisch. Ne? Dann gibt es also einfach Schauspieler da bei dieser Geschichte. Aber wie gesagt, ich gehe da noch rein. Dieses Skript ist die Verbindung auch zu Killer Queen und der Musikszene, was die damit dranhängt. Und eine Sache kann ich jetzt doch noch zeigen, das ist die Geschichte jetzt hier mit dem, ja, mit dem Sitz. Oder wollen wir es für nächste Woche, wollen wir es für die? Ja. Es geht ja darum, der Zapruder hat angeblich diesen Film gedreht, der ja unscharf ist, weil es ja eben Komposit ist wahrscheinlich und weil es ja eben auch nur behandelt worden ist. Man kann nicht davon ausgehen, dass diejenigen, die das in Auftrag gegeben haben, da keine schönen Bilder von haben wollten, in fernsehähnlicher Qualität. Und deswegen kannst du davon ausgehen, dass es genug Kameras und Deli Plaza gab und auch in der Limousine selber gab, um halt das mitzufilmen. Und eine Lokalität, die dazu in Frage kommt, ist genau zwischen den zwei Herrn und Frau Cunelli, wo da etwas ist in der Mittelkonsole, so zu sagen, was dann so als Kamera beispielsweise getarnt sein konnte, eine Uhr oder irgendetwas ähnliches. Also irgendetwas wird da gewesen sein, um das mitzufilmen. Du kannst auch nicht im Ernst davon ausgehen, dass wenn jemand einen amerikanischen Präsidenten einen Auftrag gibt, den umzubringen, das ist doch keine Privataktion von der Frau Kennedy gewesen, Leute. Die hätte die noch ganz einfach zu Hause, hätte die mal irgendetwas in Tee tun können oder irgendetwas anderes machen können. Die muss die noch nicht offiziell in Dallas da umbringen. Das glaubt doch wirklich keiner. Also muss es Leute geben, die sagen, also wir hätten da gerne eine Hochglanz- oder HD-Qualität, wie im Fernsehen. Ne? Wir hätten gerne das gezeigt, wir hätten das gerne dann auch schon so gerne gezeigt. Wir hätten da gerne ein paar Kopien von, um auch jedem anderen Politiker, der sich nochmal so eine Frechheit herausnimmt, wieder erkennen, die genau zu sagen, wo der Hammer hängt. Denn stell dir mal vor, du weißt von einem Film, von dem sonst keiner weiß, und du kriegst diesen Film gezeigt, wo du gerade denkst, du bist jetzt hier der mächtige Präsident von China, Russland, USA, wem auch immer ihr euch da vorstellt. Und du bist dann zu Besuch bei ganz mächtigen Menschen, die dann sagen, ich habe hier einen ganz speziellen Film und so weiter. Der ist gedreht worden von den Menschen oder von uns oder von irgendwelchen Menschen, die hinter uns stehen. Ja? Und du siehst dann zum ersten Mal in deinem ganzen Leben einen Film,
wo in Abstand von meinetwegen 2 Metern der Herr Kennedy umgebracht wird. Ich glaube, das ist dann schon ein ganz valides Argument, dass du nie mehr in deinem Leben irgendwie den Mund aufmachst. Zumindest die Leute, die halt in der Politik überleben wollen, ne? Weil da geht es ja nicht um Wahrheit. Das ist meiner Meinung nach auch der Grund, warum der Connolly dann plötzlich nach hinten fällt in den Armen seiner Frau, um eben den Blick für die Kamera freizumachen. Aber gut, das ist eine Hypothese. Da werde ich auch bald drauf eingehen. Geht weiter. Also, die Geschichte, dass sie auf den Kofferraum geklettert ist, ist nicht weiter verwunderlich, weil, wie gesagt, sie will ja ablenken. Vor allen Dingen, sie gibt den Blick ja auf JFK gar nicht frei. In dem Moment, wo sie aus dem Auto krabbelt, hat er keine Unterstützung mehr und fällt einfach in den Sitz. Das heißt, man sieht den Herrn Kennedy gar nicht mehr, man sieht seine Wunde gar nicht mehr, man sieht gar nichts mehr. Man sieht nur und man fokussiert sich nur auf die Dame, die jetzt plötzlich versucht, angeblich ein Stück von dem Gehirn, was hier nicht drauf zu sehen ist, auf den Kofferraum zu suchen. Und ihr seht letzten Endes, dass sie da jetzt auf dem Weg ist und dann der Clint gleich kommt und Clint dann sie sozusagen ins Auto dann zurückdirigiert. Und das ist die Aktion, die da läuft als Ablenkung und sie inszeniert sich da als Opfer nach dem Motto: Hilfe, Hilfe, mein Mann ist gerade erschossen worden, ich muss weg hier, ich bin gleich hier nächste oder so. Ne? Wobei es ja, wie gesagt, viel intelligent. Was soll denn der Quatsch mit dem Stück Gehirn suchen? Will sie es wieder reintun oder was? Das ist Wer offiziell, kommt denn auf solchen Blödsinn? wird das von mindestens 2 Ärzten aus dem Parklandhospital, wird das Das dann glaubt doch schon nicht mal ein geklärt. Dreijähriger. Ja, das Ich springe da hin und was will ich dann machen? Ich klebe es wieder rein oder kannst was? du Die Puppe nichts. ist Ja, wieder angeblich war heil? sie unter Schock, aber wie gesagt, den Schock siehst du ja nicht. Und das ist ja eben kein Argument. Also, es gibt Ärzte, die also und viele Researcher, die natürlich sagen, ja, sie hat auch so dann im Parkland Hospital hat sie dann dem entsprechenden Arzt, ich komme auf den Namen jetzt gerade nicht, irgendwas mit K, hat sie dann halt da auch ein Stück Gehirn und so weiter gegeben. Ja, I had my brains in my hand. Also ich hatte sein Gehirn in der Hand. Ne? Jo. Ja. Man kann ja eigentlich davon ausgehen, dass die First Lady vielleicht, wenn sie auch studiert hat und alles, vielleicht ein Mindestmaß an Biologieverständnis hat, aber anscheinend hat er da ausgesetzt. Und wie gesagt, Jörg, du hast ja vollkommen recht, aber du kannst den Leuten halt alles erklären oder erzählen. Ja. Ja, gut, aber vielleicht, wenn ich das mal so sage, wie mir das gerade hier so deutlich Ja. wird, nach dem Motto von, komm, das kannst du einem Dreijährigen Ja, erzählen, das der ist lacht dich aber, ja, aus. aber das ist wie gesagt Ablenkung, das ist ein Trick, ne? Sie ist dann so drauf wie der rosarote Panther, das ist halt einfach ein Trick, weil jeder guckt im Augenblick immer da, wo die Aktion ist, ne? Also erst guckt man dann auf den Knolli da als Schauspieler, man guckt halt da, wo die Aktion ist, ne? Niemand guckt in dem Moment, wo die Kennedy da drauf klettert, guckt auf den Fahrer oder auf den Beifahrer, du guckst immer dahin. Ja, wo die Aktion ist. Das ist bei einem Film genauso. Du guckst dann dahin, wo die Frau tanzt oder wo das Auto fährt. Aber du guckst nicht dahin, was, wenn dich dann jemand fragen würde, hast du den Kennedy-Film gesehen, Zapruder-Film? Sagst du ja. Und dann fragt jemand, ja, welche Farbe hat denn jetzt die Frau im Hintergrund da hinten an? Dann sagst du, ja, keine Ahnung, habe ich nicht drauf geachtet. Ich habe auf die Frau Kennedy geachtet. Ja, das ist ja die Geschichte dabei. Das heißt, man hat hier den Zentrum der Aufmerksamkeit, ja, den hat man jetzt hier schön ganz bewusst auf die Frau Kennedy da halt gelenkt. Ja? Und egal, was sie da gesagt hat, wie gesagt, du kannst sowieso niemandem in irgendeiner Art und Weise jetzt glauben. Ob sie jetzt nur auf den Kofferraum geklettert ist und vielleicht auch den Schießspuren und den Staub und Schmauch von ihren Klamotten runterzukriegen, du kannst ja alles jetzt irgendwie jetzt vermuten, aber du kannst es halt nicht beweisen. Aber das Schöne ist halt, dass es genau die ganze Zeit mit diesem Queen, Killer Queen die ganze Zeit da jetzt auch benannt ist, ne? Und ja, die haben halt einfach Schwein gehabt und sind damit weggekommen bis jetzt, weil eben die Regierung und alle Medien alles da dicht halten. Die haben halt einfach letzten Endes die Macht auf ihrer Seite. Ja, die haben die Macht auf ihrer Seite. Das sind so viele Unsinnesaktionen, die da passiert sind, die auch sonst nirgendwo passiert sind. Also sonst kann ich mir nicht vorstellen, bei Franz Ferdinand, wie der im Auto irgendwie dann umgebracht worden ist. Jörg hat dann also plötzlich jemand da auf die Motorhaube gekrabbelt ist oder so. Also mir ist das nicht bekannt. Das ist nur in Dennis passiert. Ne? Das ist schon. Ist schon faszinierend, ne? Ja, aber das ist eben die Sache. Du kannst halt nichts beweisen. Das ist halt hier eine valide Theorie, die ich aber deswegen interessant fand, weil die so mich da so rauf gestoßen hat, da vielleicht zu sagen, das ist immer ganz interessant, dass es also genau dann auch Pink Panther ist und auch genau ein 1964er Film entstanden ist, der dann auch noch da Anmerkungen macht auf diese Rolle von Jackie Kennedy, ne? Und deswegen hat sie auch angeblich da dieses Rosa getragen, weil halt eben die Blutspritzer da nicht so drauf zu sehen ist. Könnt ihr euch vorstellen, wie die ausgesehen hätte, wenn die halt weiß getragen hätte? Also von daher ist sie dann schon dementsprechend ausstaffiert. Ja, sie ist dann ausstaffiert, weil sie halt in dieser Geschichte jetzt hier ja besonders gut alles Mögliche verdecken kann, ne? Und auch die Blicke verdecken kann, ne? Mit ihrem großen Hut und so, mit ihrer Frisur. Also die kann dann eine ganze Menge machen. Und sie hat auch genau diese Frisur,
glaube ich, habe ich noch gar nicht benannt, diese Frisur, die sie jetzt hier trägt, ja, wo sie den Scheitel zu der Seite hat. Das heißt, sie kann zu der rechten Seite gucken. Die ganzen anderen Fotos, die du von ihr findest, oder fast alle, die ich gefunden habe, da hat sie den Scheitel auf der anderen Seite. Das heißt, da kann sie besser nach links gucken als nach rechts. Aber sie muss natürlich nach rechts gucken, weil ihr Gatte ja zu dem Zeitpunkt rechts saß. Also hat sie sich einfach eine neue Frisur zugelegt. Das sind so die Feinheiten, die man so als normaler Mensch dann irgendwie gar nicht sieht. Aber dafür gibt es ja auch manche Menschen, die dann genau sich eben kein X wie ein U vormachen lassen. Ne? Also sie war dann halt diejenige, die halt die Aktion da gefahren hat, die man nicht verstehen muss. Ne? Ja, und deswegen vermuten nicht wenige, dass der Hut halt einfach angeklebt worden ist. Ne? Viele denken auch, der ist deswegen da, damit eben die ganzen Scharfschützen und so weiter sich verfehlen. Aber ich glaube, das ist letzten Endes jetzt auch nur eine Ablenkung in der Ablenkung, damit man meint, da wären Scharfschützen. Ne? Aber es gibt ja keinen Grund zu vermuten, dass ein Scharfschütze von 100 Metern Entfernung oder so geschossen hat oder von 50 und dann plötzlich da Schießpulverreste in der Luft schweben über Kennedy. Ne? Das macht ja keinen Sinn. Also von daher ist also eher noch dieser weiße Rauch, den ja auch der Herr Brogoni für drei oder für mehrere Frames zumindest gesehen hat, macht ja dann am meisten Sinn, um dann zu sagen, jo, da muss irgendetwas in der Ecke von der Frau Kennedy sein, was da losgegangen ist. Ne? Und wie sie es dann gemacht hat und womit, kann es natürlich überhaupt nicht beweisen, aber es sind halt einfach so viele Artefakte, ob es jetzt das halb geschlossene Fenster ist, wo angeblich ja so heiß gewesen ist an dem Tag, warum hat man dann die Fenster nicht komplett runtergemacht? Und das ist alles, um eben dann genau möglichst viele Menschen halt den Blick zu versperren. Ne? Das ist schon, das geht immer so weiter. Ne? Ja, und deswegen werden wir jetzt auch hier dieses Skript bald verlassen und werden uns jetzt hier in mein Skript begeben, damit das halt vielleicht auch mal ein bisschen schmissiger wird, weil das ist natürlich jetzt alles Englisch, natürlich dann blöd für die Leute, die kein Englisch können und die vielleicht auch nicht dann allzu viel davon haben, wenn ich dieses Skript dann halt mit in die Beschreibung dieses Videos da reinklebe. Ne? Ja, und alle hängen irgendwie damit drin, beispielsweise hier die Motorradpolizisten, die dann genau dann Gas geben, bevor der Schuss dann kommt. Ne? Und dann schließen die wieder auf zur Limousine und das sind also wohl, glaube ich, dicke Harley-Davidson-Maschinen und die machen dann ordentlich Krach, ne? Zweizylinder, bam. Ne? Und manchmal weiß man ja, wenn man jetzt in einer Eisdiele ist und da kommt wieder so eine Horde von Harley-Davidson-Bikern vorbei, ne? Ob die jetzt Banditos heißen oder wie auch immer, ne? Ich weiß jetzt nicht, welcher, also die Hells Angels fahren ja, glaube ich, nur Harley-Davidson, dann machen die ja entsprechend Krach. Ne? Das könnt, wenn du eine Fehlzündung hast von einem Motor, von so einem Motorradmotor, das hört sich dann schon an wie ein Schuss. Ne? Also das ist schon eine sehr valide Theorie. Ja, ne? Also die hängen alle damit drin. Ne? Du kannst ja nicht davon hingehen und kann sagen, jetzt Dallas Police Chief Jesse Curry ist 33 Grad Freimaurer und alle anderen sind sauber, das ist ja albern. Ne? Also die hängen damit drin. Ne? Also einige, garantiert, hängen da auch mit drin. Und die machen natürlich nur das, was denen gesagt worden ist. Das ist die Geschichte nach dem Motto, ich habe doch nur Befehle gefolgt. Ich habe doch nur Befehle ausgeführt. Ist doch genau dasselbe, ob das in Deutschland ist oder ob es jetzt in den USA ist. Ja? Das ist egal, wo du reingehst. Wie gesagt, ich möchte jetzt dieses Skript jetzt gleich verlassen, weil viele Sachen, die hier drin sind, haben wir eigentlich schon beschrieben und ich brauche dieses Skript eigentlich nur, um jetzt mal erstens ein Skript in Englisch zu haben und zum Zweiten die Geschichte jetzt hier mal so zu beschreiben, dass man sieht, aha, guck mal hier, da gibt es auch noch so ganz komische Dinge, die da jetzt irgendwie sonst überhaupt keinen Sinn machen, wenn man die Verbindung nicht sieht. Also viele Zeugen haben ja dann ausgesagt, die hätten dann irgendwelche Feuerwerkskörper gehört und so weiter. Aber das Interessante, und da jetzt hier den Umbrella Man, auf den kommen wir auch noch bald zu sprechen, das Interessante, was er ist, ist, dass es da ja auch einige Filme gab nach John F. Kennedys Mord und so weiter und auch so Zeitlinien und so weiter, die wir uns dann auch angehen müssen. Ne? Und deswegen müssen wir halt einfach gucken, wir können niemanden trauen, auch keiner Zeugenaussage trauen, egal wem, weil alles hier in einer Restricted Area in Dealey Plaza kann gefaked sein, gestellt sein oder halt quasi Hollywood sein, dass irgendjemand nicht ganz die Wahrheit sagt und du findest dann nachher überhaupt nicht mehr in den ganzen Dschungel raus. Ja, Jackie Suite und so weiter, Park und Hospital, lass mal eben gucken hier. Ja, alles ist irgendwie aufgerollt, ne, alles ist irgendwie dann schön sauber gemacht. Also da brauchst du gar nicht jetzt in die Geschichten rein, das ist alles von der Regierung alles schön gesäubert. Zapruder habe ich genug zu gesagt, glaube ich. Ich mache mir jeden Schnelldurchlauf. Ne? Die meisten Menschen glauben halt einfach der großen Lüge. Ja, der Dallas Police Chief ist Chief Inspector Clouseau. Auf Dallas sucht grundsätzlich immer nach falschen Geschichte und zwar aus Absicht und nicht aus Zufall. Hm? Ja, und deswegen kannst du dir vorstellen, hat das jetzt alles mit einem Fluch und alles nichts zu tun. Es hat alles damit zu tun, dass
der Herr Kennedy halt einfach den entsprechenden Leuten jetzt hier auf die Füße getreten ist, ne? Ja, Warren Commission ist genau dieselbe Geschichte wie 9/11 und alles andere, ne? Secret Service. Du brauchst also niemanden zu glauben, weil die haben das meiner Meinung nach deswegen in Dallas gemacht, weil die in Dallas halt die perfekte Infrastruktur hatten. Nicht nur den Tempel der Freimaurer, sondern auch aufgrund der Dallas Police Freimaurerei und verschiedene anderen Geschichte. Und deswegen vermute ich einfach, dass alle damit drinstecken und die Leute halt die entsprechenden Jobs bekommen haben, die da unter einer Decke gesteckt haben. Das heißt, die Leute haben die Untersuchung gemacht, die genau wussten, worum es ging. Und die Leute haben dann beispielsweise die Autopsie gemacht, die genau wussten, worum es ging und so weiter und so fort. Und in Dallas hast du halt die beste Infrastruktur. Zumindest alle Leute, die irgendetwas mit Dealey Plaza zu tun hatten. Die haben dann die beste Infrastruktur. Klar. Du kannst ja sowas über Wochen, Monate und Jahre planen, wenn du halt Leute hast, die sagen, jo, also wir wollen ihn sowieso weghaben, weil der ist gegen den Krieg, wir haben ja ganz viel Öl und wir wollen jetzt hier auch eine ganze Menge Profit scheffeln. Ne? So. So, alles Desinformation, alles uninteressant. Ja, jetzt geht's los mit Pink Panther. Ja, der witzigerweise als Comicfigur gewesen ist, kurz nach, also in einem Vorspann, nur in einem Film, kurz nach JFK und als eigenständige Comicfigur erst ab 1969 losgerannt ist. Ja, schon interessant. Ja, und das sind halt immer dieselben Leute, die halt da den Judaslohn bekommen, die also da viel Geld verdienen. Ja, heutzutage beispielsweise mit JFK ist eine endlose Geldmaschine, auch die Leute, die da Untersuchungen machen, Bücher schreiben und so weiter. Ne? Ja, und deswegen ist alles Ablenkung. Ne? Jeder, der sagt von hier, pass mal auf, der ist aus einem offenen Fenster heraus erschossen worden. Jeder, der sagt, das kommt jetzt irgendwie auf vom Grassy Knoll, ja, das ist funktioniert alles nicht. Ich werde auch bald sagen, warum es nicht funktioniert. Das funktioniert einfach nicht. Wie gesagt, nochmal, das ist ein religiöses Ritual. Das ist auch das, was er dir nicht sagt. Ne? Aber ich will ja mal irgendeine Verbindung haben, dass man sieht, man kann es auch auf andere Arten beweisen. Ne? Weil die Kennedy-Geschichte hängt mir langsam echt so ein bisschen zum Hals raus. Ne? Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, weil ich weiß natürlich viel mehr darüber zu berichten, aber ich muss natürlich auch immer in irgendeinem Tempo machen, dass man vielleicht dann sieht, wie dann die Schlüsse sind, dass man jeder das irgendwie einleuchtend ist. Es bringt ja nichts. Ich will ja nicht, dass mir jemand glaubt. Ich will ja Menschen ans Gerät hier haben, die verstehen und dann plötzlich sagen, jo, das ist einleuchtend, jetzt klar, jetzt verstehe ich das oder jetzt kann ich da auch selber mehr seine Gedanken zu machen. Ich möchte ja Menschen anlernen oder anleiten dazu, mal Transferdenken zu machen und mal halt auch wirklich jetzt hier zu sehen, wie das jetzt alles da gelaufen ist. Und deswegen muss ich jetzt im Augenblick vorspringen, weil, ja, hier zum Beispiel, ne, Pink Panther, ne, die Wiederkunft von Pink Panther 1975, da hat der Pink Panther auch so einen rosa Hut auf, genau wie die Jackie Kennedy, ne? Und auch hier ist ein Zauberstab. Die erste Geschichte jetzt hier am 23. Juni 1964, der heißt Ein Schuss im Dunkeln. Ja, und das ist doch genau dieselbe Geschichte, die bei JFK dann da passiert ist, ne? Die ganz berühmte oder berüchtigte Single oder Magic Bullet, ne? Also offiziell in der Warren Commission heißt die nur Single Bullet, nachher wurde die Magic Bullet getauft, ne? 1964, ne? Diese unversehrte Kugel und so weiter, was mit der sich auf sich hat, sage ich dann auch noch, ne? Und das ist jetzt hier genau in diesem Film A Shot in the Dark, da ist hier auch so eine animierte Dum-Dum-Kugel und so, die grinst hier und die lacht hier und die ist der Star. Und sie hat gesagt, I am the movie star. Ich kann es nicht zeigen, aber ich hatte es mal versucht, aber da gibt es da Copyright-Probleme, also kann ich diesen Clip leider nicht zeigen. Aber das ist die Öffnungssequenz von diesem 1964er Film. Da hüpft da so eine Kugel rum und macht dann da Späße und sagt, ich bin besser als ihr und so weiter. Ja, die lachen sich kaputt, die Leute, die da hinter den Kulissen sehen. Ne? Die machen da Späße mit. Nochmal, es geht sich hier um den Diamanten, der heißt Pink Panther. Ja, und nochmal, 1964, ne? Das ist wann rausgekommen? Am 23. Juni 1964. Ihr könnt euch vorstellen, dass sie ungefähr ein halbes Jahr gebraucht haben für die Dreharbeiten. Wo kommen wir da hin? Ha? Genau, kurz nach dem Attentat. Ja, und das ist die Geschichte, ne? Diese Magic Bullet hier, oder diese Bullet hier, A Shot in the Dark, ne? Die ist das hier, der Star, ne? Am Anfang, die machen sich darüber lustig. Ah, ja, ein Movie Star. A Shot in the Dark. Ja, mit dem Pink Panther. Ach. Das sind alles keine Zufälle. Ja. David Bowie hat wohl auch mal so ein ähnliches Lied gemacht, jetzt hier, den kennen wir ja schon, den, ne, Mann hier mit Satans Blitz jetzt hier. Ne. Gibt es viele Geschichten, aber ich glaube, das bekannteste ist dann hier von Queen. Und wir kommen jetzt hier auch genau zu der Geschichte, endlich, zu Killer Queen. Ne? Ah, ja.
Ah, jetzt freue ich mich drauf, dass ich das endlich mal richtig aufrollen kann. Wir haben es schon mal gemacht früher in der satanischen Musikagenda. Das war so ungefähr um die Folge 40, 45 herum. Das müsste 2019, Anfang 2020 gewesen sein. Das ist auch schon mindestens zwei, drei Vierteljahre her. Und geht sich jetzt hier um den Text. Und da kommen wir jetzt gleich zu. Ich gucke mal eben, ob es noch irgendetwas Valides gibt in diesem Skript hier, was wir noch nicht gehabt haben. Ich glaube, gleich kommt die Zusammenfassung. Die hatten wir schon gehabt. Genau. Das sind wir nämlich dann auch gleich durch. So, Love Field Roses, klar, rote Rosen, rot Blut, ja. Ja, Love Field Roses, nee, dann haben wir es soweit. Ich glaube, dann ist es jetzt soweit klar. So, ja. Und deswegen saß dann ihr Gatte hier und deswegen hat sie auch die Frisur diesmal auf der Seite. Ist natürlich alles nur ein Zufall, klar, ne? Ja, Meet and Greet, ne? So, alles bis zur Elm Street, Jubel, Trubel, Heiterkeit, ne? Jubel, Trubel, Heiterkeit. Ja, bis zur Elm Street. Okay, und da wir jetzt an der Ende dieses Skripts sind, das Ende dieses Skripts ist der Anfang des anderen Skripts. Guck mal eben, da kommt nicht mehr viel, ne? Betzner Foto, jo, das ist alles schwarz-weiß. Ja, genau, das sind die Sekunden vorher. Und Alkens Foto, ja, Frame 255, macht ungefähr 3,5 Sekunden oder sowas vor dem Anschlag. Und hier ist der Herr Kennedy schon irgendwie in argen Nöten. Aber das machen wir alles ganz ausführlich. Ja, hier ist nochmal ein Handtäschchen von der Frau. Ja, und das ist er, dieses Auto. Und hier beispielsweise könnte diese Kamera dann auch platziert werden. Ja, das heißt, wenn der Knolle hier zurücklehnt, dann wäre der Blick frei auf den Herrn Kennedy. Nur meine Idee. So, das ist dieses Foto, wo einige denken, ja gut, das könnte eine Andeutung sein, dass sie es mit der Handtasche gemacht hat. Der Autor dieses Skriptes kennt aber Lampshop nicht. Also von daher habt ihr dann sogar zwei Möglichkeiten, wie es gemacht worden ist, wenn es so gemacht worden ist. Aber definitiv haben wir irgendein, ja, das brauchen wir nicht mehr. Definitiv haben wir irgendetwas mit Schießpulver da drin, ne? Herzlich willkommen zu meinem Skript. Queen, Killer Queen. Da kommen wir gleich zu dem Text. Ich muss mich ein bisschen was erklären, weil es gibt natürlich einige Menschen, die vielleicht zu jung sind oder halt nicht in dem Metier unterwegs sind, die nicht wissen, wer Queen ist. Gut. Also, dieses Lied Killer Queen wurde 1974 verfasst bzw. produziert. 1974, also über 10 Jahre nach dem Anschlag. Nach einigen Angaben, oder nach eigenen Angaben, verfasste der Leadsänger Freddie Mercury diesen Text, bevor er die Musik zu Killer Queen schrieb. Aha, also der Text war zuerst da. Schon interessant. Gut. Er sagt, es ist über ein erstklassiges Callgirl. Ich versuche damit auszudrücken, dass auch elegante Menschen Nutten sein können. Darum geht es in diesem Lied. Obwohl ich es vorziehe, dass die Leute es auf ihre Weise interpretieren, daraus herauslesen, was sie wollen. Na, dann macht euch mal jetzt auf einen wilden Ritt gefasst. Das ist das Cover oder eins der Cover von Killer Queen, wo ich gedacht habe, Moment. Und dann Flick of the Wrist, also Wrist ist Handgelenk, ne? Also einfach so aus dem Handgelenk heraus. Ich denke, aha, Killer Queen, Nummer 1 in England gewesen, also ein großer Hit. Diese Pose kenne ich, das ist die Pose von Osiris, wie er aufersteht, ne? Also hier, Osiris Risen. Genau wie Aleister Crowley hier auch macht, ne? Das heißt, wir haben jetzt hier schon eine Referenz zu Freimaurerei und ägyptischer Mythologie. Nur mit dem Cover von Killer Queen. Und ja, es ist richtig, genau dieses Cover ist auch dasselbe wie Bohemian Rhapsody. Also, die A-Seite ist Killer Queen über jemanden, der irgendjemand ermordet, und die B-Seite ist Flick of the Wrist. Bei Flick of the Wrist habe ich hier schon einen Stoß in die Rippen und so weiter und dann einen Kick in den Kopf. Also, da geht es auch schon richtig zur Sache hier. Intoxicate your brain with what I'm saying. Also, verpeste dein Gehirn mit was ich sage. Und prostitute yourself, he says. Ist zwar über einen Mann geschrieben, aber trotzdem ist auch die B-Seite hier alles andere als nett. Naja, und dann, wie gesagt, diese Pose hier. Ich denke, ah, das ist schon interessant. Da muss man auch ein bisschen tiefer reingehen, ne? Also, angeblich ist also dieser B-Seite hier, Flick of the Wrist, ist von Queen geschrieben worden. Und wenn du jetzt wüsstest, dass es also um den Manager Norman Sheffield geht, dass sie da auch ein Lied gemacht haben, das war eben der Empfänger eines Hassbriefes, der heißt Tod auf zwei Beinen. Und aufgrund dessen, dass der Herr Norman Sheffield einen Hassbrief bekommen hat, der Gruppe Queen, als ehemaliger Manager, hat er eine Dokumentation bzw. eine Biografie veröffentlicht, die heißt Das Leben auf zwei Beinen. Und der ist jetzt rein zufällig natürlich der frühere Besitzer der Trident Studios, der Originalmanager der Rockband Queen und der frühere Schlagzeuger von Cliff Richard und. Trident Studios, die große Alarmglocke.
Ne? Da haben wir schon wieder den Bezug von Trident, genau wie der Trident jetzt hier in Lili Plaza oder der Trident, diese Architektur, die immer auf einen heidnischen Gott dann halt oder eine heidnische Trinität abzielt, in dem Relief hier vom ehemaligen World Trade Center 1 und 2. Und jetzt hat Dreizack eben. Dreizack nochmal für die Deutschsprachigen, ne? Dreizack, ja, genau. Genau, so, und das kommt beispielsweise benannt jetzt hier in Platos Geschichte von Atlantis, also etwas, was nie existiert hat, habe ich jetzt hier eine Ausgabe von. Und das hat eben dann hier mit Poseidon zu tun. Ja, Poseidon ist derselbe hier wie Neptun, ne? Aber wir gehen jetzt hier um griechische versus italienische bzw. römische Geschichte, die niemals stattgefunden hat, Mythologie eigentlich. So, und dieser Dreizack hier, der ist jetzt da benannt. Und ihr habt jetzt hier beispielsweise auch ein Dreier-Symbol jetzt hier in der Tür. Und das sind eben die früheren Trident-Studios in London, wo Queen aufgenommen hat. Und wie gesagt, Trident-Studios, da könnte man schon überlegen, hat das was mit Freimaurerei zu tun? Vor allen Dingen, wenn auf dem Cover von Bohemian Rhapsody als auch von Killer Queen genau diese Osiris-Pose drin ist. Und hier ist noch die Originalfarbe hier, David Bowie Blue Black. Also David Bowie hat da auch produzieren lassen. David Bowie ist auch derjenige, der sich mit der Kabbala beschäftigt in Station to Station. Und David Bowie ist auch jemand, der uns auf den Leim hat laufen lassen in unserer satanischen Musikagenda so ein bisschen, der uns erzählt hat von wegen, ja, er hat sich deswegen David Bowie genannt, weil Bowie war ja dieser Kriegsheld, wo übrigens der JFK auch mal zu diesem Denkmal gefahren ist, der ja dieser Messerheld gewesen ist, wo es ja dieses Bowie-Messer dann gab. Aber ich glaube, noch viel interessanter ist, dass eben in Space Oddity, eine Space Odyssey, 2001 Odyssey im Weltraum zu Deutsch, dass da eben der Mission Commander, Missionskommandeur David Bowman heißt. Und da könnte natürlich auch die Geschichte herkommen, dass der Herr David Bowie nicht so weit weg von David Bowman ist. Vor allen Dingen, und jetzt kommt's, ja, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass sein erster Hit gewesen ist, Space Oddity. Also nicht Space Odyssey, sondern Space Oddity. Aber das ist jetzt nur der Anfang von dem ganzen Schlamassel, der jetzt kommt. Diese Trident Studios sind dann eben gegründet worden 1968. Und auch die Beatles haben damit zu tun. Ja, die haben ihren Song Hey Jude da produziert und auch einen Teil ihres selbst betitelten Beatles-Album, was aber auch als weißes Album, White Album da beschrieb, haben sie da auch gemacht. Und zwar ist das herausgekommen am 22. November 1968, exakt. 22.11, ne? Also 33 zusammen, 22.11, exakt 5 Jahre nach dem Anschlag auf Kennedy, haben die Beatles dieses weiße Album da vertrieben. Und Teile davon sind in diesem Trident-Studio. Die 5? Ja. Pentagramm? Ja. Hast du nochmal eine Referenz, ne? Mhm, genau. So, von dieser Webseite, die uns erklären will, dass Christianity Katholizismus ist, die also letzten Endes eine Desinformationsseite ist, die machen aber immer ganz gute Recherchen über die Künstler. Da habe ich jetzt den folgenden Auszug her. Die Beatles waren eine Freimaurerei, die also die Mysterienreligion da weiter vertreiben sollte. Deswegen sieht man jetzt hier auch die verborgene Hand der Freimaurer hier bei John and Paul, die dann halt gemanagt worden sind wiederum vom Jesuiten George Martin, der 5. Beatle gewesen ist, ne? Der 5. Engel der Offenbarung auch dann. Und das ist dann deswegen interessant, weil eben der John Lennon beispielsweise auch John and Paul jetzt auch biblische Namen sind, ne, und auch päpstliche Namen sind. Ne, John the Baptist auch zu tun hat, der halt dann auch letzten Endes jetzt hier von The Order of St. John da jetzt benannt ist. Und 1966 hat dieser John Lennon erzählt, er wäre, oder die Beatles wären größer als Jesus. Also da ist eine ganz eindeutige religiöse Note drin, wenn er die Beatles vergleicht mit Jesus Christus. Also das hat ja wohl dann mit Religion zu tun. Dieser John Lennon ist dann witzigerweise genau in dem Dakota Hotel umgekommen worden, wo die diesen Horrorfilm Rosemary's Baby gedreht haben über die Geburt des Antichrists und so weiter. Und angeblich durch Mark David Chapman, wobei das noch zu klären wäre, der eben mit dem Roman Catcher in the Rye, der Fänger im Roggen, dann da mit dem Wort Schwindler, also Phony und so weiter, John Lennon als falscher Christ und so weiter, dann da aufgefunden worden. Das ist eine ganz wirre Geschichte. So. John Lennon ist ganz einfach zu klassifizieren als Satanist, indem er dann sein angebliches Friedenslied geschrieben hat, nicht Give Peace a Chance, sondern Imagine. Stell dir vor, es gibt keinen Himmel. Ne? Wenn es keinen Himmel gibt, dann gibt es auch keine Erlösung. Dann gibt es auch keinen Gott. Ja, und deswegen ist ganz klar, das sind alles Satanisten, ne? Das sind nicht nur irgendwie Musiker, ja. Und John und Paul sind eben dann auch die Namen hier eben von Päpsten zum Beispiel, ne? Auch zu der Zeit witzigerweise jetzt hier von Kennedy, ne? Von Aposteln. Der Apostel Johannes und der Apostel Paulus.
Ja, aber auch halt von den Päpsten, die zu der Zeitpunkt da waren, wo die Beatles da waren, beziehungsweise Kennedy da waren. Ne? Da hatten wir ja Big John und Little John, bei dem John, und nach später hatten wir ja Paul den Sechsten. Ja, nur ich denke, dass auch die Referenz zu den Aposteln nicht gerade verkehrt ist. Vor allen Dingen, weil es. Zumal ja Rom meint, Johannes und Paulus sind die Gründer von Rom, oder nicht? Vor allen Dingen, weil es vier Beatles sind. Ne? Und du hast ja auch im Neuen Testament hast du ja auch vier hauptsächlich Evangelisten. Ne? Und du hast vier Evangelien, ja, Ja, genau. genau. Ja. Ja, und das geht immer so weiter. Rod Harrison hat zu tun mit der CIA. Ja, Richard Starkey hat hier zu tun mit Revelation 9-11 in dem Film Help. Und die Webseite behauptet, nach dem Tod von John F. Kennedy die Beatles, also die Amerikaner, da erobert haben, als die Armee aus dem Osten von Revelation 9. Das kann man jetzt so oder so sehen. Auf jeden Fall sind die also nicht die Stifter des Friedens, sondern die Stifter letzten Endes do what thou wilt. Also tu, was du willst. Das hat John Lennon mal ganz offen zugegeben. Ringo Starr hat in dem Film mitgespielt, der magische Christ, The Magic Christian, also hat alles damit nichts zu tun. Und seine Frau Barbara Bach, das ist eine Fehlinformation, die hat nicht in Leben und Sterben lassen mitgespielt, sondern in Der Spion, den ich liebte, Jörg. Ja, da hat er so. Und das hat alles Ja, mit. der Einzige, den ich gesehen habe damals. Ja. Genau, mit dem Lotus unter Wasser, ne? Ja, ich habe mir diesen Lotus mal angeguckt, ich habe mich mal reingesetzt, ich wollte ihn mal kaufen, aber dann habe ich es dann doch nicht gemacht, wo ich gemerkt habe, ich passe da nicht rein. Ja. So, und genau diese Geschichte jetzt hier mit den Beatles hat zu tun, auch mit dem heidnischen Geschichte des Beatles Khepri. In der ägyptischen Mythologie ist es eben dann der Mistkäfer, Khepri und so weiter, der dann angeblich die Sonne dann da halt webt und so weiter. Und das hat auch mit zu tun mit Revolution. Und das steht auch für den Thalamus und so weiter und so fort. Aber wo es eigentlich für steht mit den Beatles, ist für The Winged Beetle von Aleister Crowley. Ja, das ist ein Gedicht von dem Satanisten Aleister Crowley, der auch wiederum gesteuert war. Und deswegen haben die sich die Beatles auch jetzt daraus benannt, nach der ägyptischen Mythologie. Und deswegen haben die Beatles ganz viel mit der Freimaurerei zu tun. Das ist nämlich ein Freimaurerprojekt. Ein Jesuitenprojekt in einem Freimaurerland. Das heißt, es muss unter Freimaurerei laufen. Dieselbe Geschichte wie mit dem Kennedy-Ritual in Dallas. Und deswegen heißt die eine Gruppe The Beatles und die andere Gruppe heißt dann von Paul McCartney and the Wings. Ja, weil das ist The Winged Beetle. Da habt ihr beides zusammen. Da wisst ihr jetzt auch, wer der Herr Paul McCartney ist. Und auch Adolf Hitler hat also den Volkswagen Käfer jetzt promotet. Ne? Und das kann er natürlich nicht führen, was hat der Herr Professor Porsche dann gemacht, was ja auch wieder nicht stimmt. Und Rosemaries Baby und so weiter, da stirbt also dann Victoria und so weiter mit einem Volkswagen Käfer als ein Symbol von Tod und Wiedergeburt. Das ist dieselbe Geschichte wie mit dem Phönix übrigens. Ne? So, und deswegen habt ihr jetzt hier die Geschichte mit Beatles Abbey Road, was viele dann auch nicht auf dem Schirm haben. Ne? Das ist auch eine Freimaurer-Referenz. Ja, warum? Erstens habt ihr einen Käfer im Hintergrund. Ja, also Beatles, Beatles, Beetle, da seht ihr ganz. Ganz klar eigentlich, der steht ja nicht umsonst da, ne? So, das sieht ja ganz normal, das hat nicht mit dem Kopfhaarschnitt zu tun, der Gruppe, sondern auch mit dem Käfer als solches. Das geht ja um das Tier eigentlich, ne? Und das ist dieselbe Geschichte, die Anmerkung, die jetzt hier in so einer Anzeige ist, von wegen, wenn Ted Kennedy einen Beetle, also einen Volkswagen-Käfer gefahren hätte und der wäre dann geschwommen und der wäre dann halt getrieben und so weiter, dann wäre der heute Präsident. Dann wäre also dieser ganze Vorfall in Chipaquiddick oder wie das da heißt, mit seinem Auto da nicht passiert. Dann wäre die Frau angeblich nicht ertrunken, was natürlich nicht stimmt, weil das hat andere Gründe. Aber nochmal zurück zu dem Volkswagen Beetle und wir sind ja immer noch bei Kennedy. Volkswagen Beetle heißt eigentlich der Käfer. Und im Englischen sprach ich in the bug, also dann auch der Käfer. Ja? Deswegen, das könnt ihr euch dann auch ganz normal merken, Alan Parsons Project ist auch Freimaurerprojekt. Ne? Da gibt es ein Eye in the Sky, also ein Auge im Himmel mit Sirius. Sirius ist Osiris. Und Alan Parsons sagt auch The Gold Bug und so weiter. Also es ist alles freimaurerisch. Ne? Es gibt so viele Freimaurergruppen in England, wenn du da anfängst, da hast du dann 10 Stunden Sendung für. So, und das ist eine Geschichte, ein Auto, was 1938 gemacht worden ist, was auch wieder nicht stimmt. Weil das ist die Konstruktionszeichnung von diesem Auto. Und die stammt eben nicht, wie man denkt, von Porsche, sondern die stammt eben von Bela Bareny. Ja? Und der ist dann später verfolgt worden und entmachtet worden und so weiter. Und der Professor Porsche hat dann so die Entwicklung des Käfers als seine eigene ausgegeben. Ja? Das ist, und jeder heutzutage sagt, ja, Käfer, klar, der Hitler und Volkswagen und maximal wissen die Menschen noch, ja, das ist für Professor Porsche gewesen, dieser geniale Entwickler. Der war so genial, dass der einen Panzer gebaut hat, der gar nicht fahren konnte, weil er so eine breite Spur hatte, dass er auf die ganzen Eisenbahnschienen nicht passte. Ja, aber der hat, wie gesagt, nicht den Käfer entwickelt. Ja, den hat jemand anders entwickelt und dieser andere ist dann massiv verfolgt und ja, hat dann nie etwas davon gehabt, sozusagen. Ne? Klar.
Das ist alles Lüge in dieser Welt. Das ist immer nur Lüge. Aber was hat das denn jetzt mit unserem Kennedy zu tun? Na. Es gibt ganz viele Geschichten wie mit Jihadi John und John the Baptist und Orange, die Gruppe, die Farbe 33 und so weiter und so fort. Und ja, also guck mal hier, was bei den Beatles passiert. Please, please me. Ja, Ein-Auge-Symbolik, genau wie das Ein-Auge oder Auge der Vorsehung und so weiter, wie auf dem Dollarschein oder wie jetzt hier auf... Sorry, ich muss mal kurz unterbrechen. Ich habe vorhin gesagt, dass Johannes und Paulus als Gründer von Rom gelten. Das Petrus und Paulus. Und Paulus. Petrus und Paulus. Da war ich dachte schon, irgendwie bin ich da ein bisschen verkehrt, aber John und Paul trotzdem, ne? Also Apostel, ne? Ja, genau, Apostel. Ne? Und witzigerweise echt die Päpste zu dieser Zeit, ne? Ja, ja, das kommt dazu. Ja. Ja, ja. Also, du hast hier die Ein-Auge-Symbolik bei With the Beatles, das war ganz am Anfang, ich glaube, ja, hier 63 genau, ja. Und dann auch die Geschichte, dass die Beatles ja wirklich die ganze Welt dann halt erobert haben, ne? Geht aber noch weiter. Ja, das ist nicht so interessant. Magical Mystery Tour, MM meint wieder 33. Mhm. Dann Blue Jay Way, wie Projekt Bluebird, Ringo Starr und so weiter. Jetzt hast du hier die Geschichte mit John F. Kennedy, 22.11.1963 und White Album 22.11.1968. Mhm. Ja, es wird aber noch schlimmer. Abbey Road, ja, Freimaureranmerkung, warum? M, ja, Master Mason, also die Beinhaltung dieser vier Protagonisten auf der Abbey Road, die Abbey Road steht ja jetzt nicht nur jetzt für die Abtei, also hatte schon wieder etwas mit Religion zu tun, aber das ist eine Anmerkung hier für Freimaurerei. Du hast hier weiß-schwarz über den Fußgängerüberweg und du hast MM in der Laufrichtung hier dieser Beine. Ja, ist schon genial gemacht, ne? Wie viele Beatles-Fans wissen denn das? Und du hast natürlich auch hier den angeblich spirituellen John Lennon jetzt hier in weiß natürlich dann vorne laufen. Und die Anmerkung hier von Paul McCartney könnte auf den Barfuß, auf den Ritus hinweisen, den schottischen Ritus. Ne? Nochmal, Paul McCartney. Hä? Schottisch. Ah, schon interessant gemacht. Raffiniert sind die alle. Ne? Und die Leute kaufen und kaufen und kaufen. Seit 1974 hat der Herr George Harrison auch den Schreiner, also Hochgrad Freimaurer, Gerald Ford dann auch besucht und so weiter. In der Öffnungsszene von Stanley Kubrick The Shining ist auch ein gelber Käfer zu sehen. Ach, das hört gar nicht mehr auf. Ne? Beatles, Sgt. Pepper's, Lonely Heart Club Band, wo ich immer sage, das geht sich hier um eine Beerdigung, um halt auch, hier siehst du die alten Beatles, hier siehst du die neuen Beatles, Aleister Crowley obendrauf, unglaublich ganz viel mit CIA und all den ganzen Sachen. Ende der 60er, ne, freie Liebe und so weiter. Also 67, da ging es heraus, Flower Power. Hat damit zu tun wohl mit dem Teufelspfeffer, Devil's Pepper von Rosemary's Baby. Ja, einen speziellen Elixier, das angeblich dann dieses Kind dann ganz besonders werden lässt. Natürlich auch mit Lucy in the Sky with Diamonds, also Lucifer. Klar, hat man ja schon mal oft benannt und auch bewiesen, glaube ich. Und du hast die ganzen Leute auf dem Cover drauf, wie Lewis Carroll, Alice in Wonderland und Shirley Temple, angeblich Order of Malta und so weiter und so weiter. Das hört gar nicht mehr auf. Ne? 616 ist angeblich auch die Nummer vom Antichristen, wobei das ist eigentlich eine falsche Geschichte. Aber ja, es hört gar nicht mehr auf, ne? Du weißt gar nicht mehr, wo du da gucken sollst, ne? Also dieses Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, das hat also tatsächlich mit Teufelspfeffer zu tun, ne? Tarniswurzel, Hexenpfeffer. Das soll Glück für die Schwangerschaft bringen. Kannst du dir ja vorstellen, wie das Glück dann da aussieht, ne? Das ist ständige Schmerzen. Die Bedeutung der Wurzel ist dann eben ein Buch über Hexerei, die Rosemary dann eben zukommen lässt. Rosemary liegt im Koma, ist angeblich von Satan geschwängert worden und so weiter und so fort. Ne? Und das ist, könnte die Referenz sein von den Beatles, Sergeant Peppers. Ne? Also der Sergeant, der für das Pepper, also eigentlich Satan. Ne? Ach, es hört gar nicht mehr auf. Ne? Also die vier Hobbits, vier Beatles, Fellowship of Nine, die Beatles, wenn man das nicht sieht, was das für ein Filmprojekt ist, da muss man sich nur dieses Plattencover angucken. Abbey Road, wie gesagt, ist genau dieselbe Framing-Geschichte wie bei Zapruder übrigens. Ne? Also ihr seht ja nur diesen Ausschnitt hier. Ihr sollt ja das, was ihr sehen sollt. Ihr seht ja eigentlich die vier Idole hier, ne? Also Master Mason. Ne? Eventuell sind die sogar einen dritten Ritus hier initiiert. Ne? Das wäre derselbe Ritus, der auch zur Anwendung kam bei dem Ritual an Kennedy. Ne? Hiram Abiff ist Master Mason, ist dritter Degree, also dritter Grad. Ne? Also das ist ein Framing hier, weil eigentlich sollte der Bildausschnitt das hier zeigen. Ne? Ihr seht ja jetzt hier ganz schwer nur den Übergang hier leider. Ja, hier ist der Übergang hier in der Abbey Road. Hier steht der Obelisk der Freimaurer. Also hat die Abbey Road ganz stark etwas mit Freimaurerei zu tun. Als wenn wir das nicht schon vorher geahnt hätten. Ne?
Ja, die Beatles haben auch einen Song gemacht, da Glück ist eine warme, geladene Pistole anscheinend. Sie ist ein Mädchen, das eben nicht viel vermissen lässt, wie ein, ja, wie ein Reptil und so weiter. Also, das sind nicht die lustigen Sachen, ne? Ja. In diesen Trident Studios ist auch Elton John gemacht worden, Candle in the Wind, und David Bowies und so weiter und so weiter. Und natürlich auch Queen, wo wir endlich am Thema wären, wobei Queen auch mit David Bowie Under Pressure gemacht hat. Also die beiden kennen sich, ne? Ja. Dieser Herr Sheffield war ein Manager der Rockgruppe Queen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass der natürlich nur jetzt irgendwo an Geld interessiert war. Und deswegen kommen wir jetzt nämlich genau zu der Geschichte mit Queen. 1975 ist der jesuitentrainierte androgyne Freddie Mercury, der er diese Bohemian Rhapsody da angeblich getextet hat und so weiter, der genau auch diese Skull and Bones-Thematik auf diesen überkreuzten Unterarmen jetzt auf diesem Cover da hat, was natürlich gleichzeitig Skull and Bones ist und Osiris Rhythm und so weiter, hat diese Bohemian Rhapsody gemacht, was auch ein Signal sein kann für den böhmischen King Friedrich V. und Elisabeth Stuart mit dem Rosenkreuzer Michael Mayer und so weiter. Dass es also letzten Endes hier eine Allegorie ist auf diesen König Frederik von Böhmen. Aber das hört ja noch gar nicht da auf, ne? Dass eben dieser böhmische Club unter Umständen auch eine Referenz hat zu Bohemian Club in den Vereinigten Staaten, das ist nicht gerade verwunderlich, weil irgendetwas anderes, heidnisches und das Feuer anzubeten, das ist ja eigentlich über Tausende von Jahren schon bekannt, ne? Und deswegen hat das alles mit den Leuten zu tun, die auch früher das Römische Reich dann irgendwo regiert haben oder mitregiert haben. Die Habsburger, ganz bekannt jetzt hier in deutsch-österreichischen auch. Und das hat halt eben alles damit zu tun mit den Leuten und mit den ganzen Sachen mit Böhmisch und so weiter, mit John Dee, der damals eben diese ganze Hochzeit organisiert hat und auch der Haus und Hof, Zauberer, Astrologe, Alchemist und alles Mögliche gewesen ist und sich auch um den Geheimdienst gekümmert hat, für die entsprechenden Menschen dann halt, ne? Ja, es geht immer so weiter hier, ne? Ja, Queen haben einen Song gemacht, Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury könnte auch ein Anklang sein auf Hermes und Merkur, klar, habe ich immer auch schon genannt. Und das ist eben so, dass es eine ganze Menge Disinfo-Agenten gibt, wie David Icke und Alex Jones, ne? Was Alex Jones ja angeblich damals ja dieses aufgeblasen hat, ne? Diese Bohemian Grove mit ihren ganzen Ritualen und so. Es ist alles eine gesteuerte, kontrollierte Opposition, aber das reicht ja für die meisten dann auch, ne? Und deswegen gibt es auch eine ganze Menge Leute, die da drin sind, ob das jetzt Donald Rumsfeld ist, Edward Bernays, George Bush, Kissinger, also Kissinger, der übrigens jetzt 99 Jahre alt ist, also Mann, der musste eine ganze Menge Doppelherz getrunken haben in seinem Leben. Das ist echt Helmut unfassbar. Schmidt war da auch bei, ne? Ja, Helmut Schmidt auch, ja, der steht aber hier nicht drin, leider. Nee, nee, ist zu unbedeutend. Ne? So, wobei wir jetzt bei der Gruppe Queen wären. Ne? Die Gruppe Queen, die in den Trident Studios gearbeitet hat, die Osiris Risen und Skull and Bones 322 zeigt, was hat die mit Kennedy zu tun? Nun. Der William Cooper sagt in Mystery Babylon Religion in der Ausgabe 27, der Phönix nestet in Flames, also in Flammen aufgegangen, der symbolisiert die Initiierung und den Lehrling, ne? Also Initiierung. Also es könnte sein, dass Queen nicht nur mit Freimaurerei zu tun hat, sondern dass der Phönix ist ja ein Tier von Wiedergeburt, also genau wie der Beetle eigentlich auch, ne? Wie der Wiedergeburt und Tod und Wiedergeburt, der immer wieder auf der Asche, wie man ja so sagt, ne, Phönix aus der Asche aufsteigt, der hat mit der Freimaurerei ganz vehement zu tun. Also es kann genauso gut ein freimaurerisches Symbol sein. Ja? Und dieser Vogel zeigt dann auch, dass man eben nicht stirbt und dass man also eben dann wie Götter ist, dass man also dann unsterblich ist. Ne? Also nicht sterben heißt ja unsterblich. Und das hängt natürlich dann auch dann damit zusammen, dass man dann dieser komischen Religion frönt. Was meiner Meinung nach kein Zufall ist, dass die Firma Ford mit Henry Ford als 33 Grad Hochgrad-Freimaurer dann auch einen Thunderbird vermarktet hat. Ne? Mit dem natürlich selben Insignium eines Phönix. Ne? Ein Thunderbird, ein Donnervogel, ist dasselbe wie ein Phönix, ein Feuervogel. Wobei über Feuervogel dann schon fast bei Burt Reynolds sind und auf dem Highway ist dann nicht nur die Hölle los, ne? Weil die Hölle ist dann auch letzten Endes dann eben dann da, wenn der Firebird oder der Phoenix dann eben dann tot ist. Aber der steht ja immer wieder auf. Also man kann es auch andersrum sagen, ist auch kein Wunder, dass dieses Auto dann schwarz ist und ist auch dann kein Wunder, warum dieses Auto immer wieder anspringt, nachdem es vielleicht abgesoffen ist, ne? Aber wie gesagt, der Firebird ist der Phoenix. Das ganze Auto heißt so, ne? Trans Am, Firebird, Formula. Ja. Alles kein Zufall, ne? Und der Phönix ist dann auch bei dem olympischen Ritual drin. Hier seht ihr den jetzt auch, 2012. Ne? Das hat mit dem OTO zu tun, ne? Ordo Templi Orientis. Da sind wir schon bei den Satanisten, ne? Das ist aber Aleister Crowley. Ist nicht lustig hier. War nicht lustig gemeint.
hat alles mit zu tun, mit diesen ganzen Geschichten. Ob das, egal was es ist, es wird alles immer satanischer. Batman ist jetzt nicht nur der Fledermausmann, ja, Fledermäuse heutzutage ganz, ganz schwierig, sondern jetzt auch der Böse inzwischen, ne? The Dark Knight, ne? Also, ja, der hat nicht umsonst die Hörnchen da oben und ja, und kämpft und bringt Leute um. Ach, das. Wie gesagt, wenn ich jetzt in alles, dann sind wir nächstes Jahr noch da dran, ne? Brandon Lee, da habe ich alleine über Brandon Lee und Bruce Lee allein, glaube ich, 500 Seiten schon geschrieben und habe dann auch mit jemandem wirklich telefoniert, der da wirklich Ahnung von hat. Und da stehen ja die Haare zu Berge. Ja, das ist, ich weiß nicht, ob ich das jemals machen will. Ich weiß es nicht, dann komme ich ja zu nichts mehr. Also, Sterben und Wiedergeburt, ne? Sirius und so weiter. Und es gibt eine versteckte Anmerkung, das heißt Sirius, ne? Also Sirius, also seriös, also ernsthaft und so weiter, kann also jetzt genauso gut jetzt eine Allegorie sein für Sirius. Fand ich auch sehr interessant. So, und deswegen sind wir schon wieder bei der Freimaurerei, die uns erzählt, es gibt keine größere Stufe als die 33. Dann frage ich mich immer, warum ist da oben noch so viel Platz? Ja, die 33 hat natürlich dann auch schon so seine Bewandtnis. Ne? Man möchte ja gottgleich sein, ne? Mhm. Wobei Alfred Hitchcock mal eine Vorlage gehabt hat über die 39 Stufen von 1935, ein Roman von John Buchan. Und ich finde es auch nicht verwunderlich, dass die in einer Loge residieren hier, die Muppets, Statler und Waldorf. Aber diese 39 Stufen, was ich eines der besten Hitchcock-Filme überhaupt finde, ist ganz witzig, weil die fliehen in einen Ort in Schottland. Ne? Also da muss man doch sehen, oder? Schottisch? Schottischer Ritus? Ne? Dudelsackspieler auf der Elm Street? Ja. Ja, und auch in Hitchcock North by Northwest oder der unsichtbare Dritte, da trägt man einfach dieser Mann bei der Auktion hier eine Krawatte der Freimaurer. Ne? Hast du also überall dabei die Symbolik. Ist auch kein Wunder, dass genau derjenige im Finale von den 39 Stufen aus der Loge heraus schießt und dann versucht, hier wegzukommen. Mhm. Ja, 39 Stufen ist geschrieben worden von einem Geheimdienstmitarbeiter und Politiker. Also das eine schießt das andere jetzt nicht aus. Musst du dir mal vorstellen, Geheimdienstmitarbeiter und Politiker, ein Unding heutzutage. Und könnt ihr euch vorstellen, ne? Annalena Baerbock als Geheimdienstmitarbeiterin und ja, sie ist eine. Die weiß ganze Menge Geheimnisse, die wir nicht wissen. Aber wir wissen zumindest, wer dahinter ihr steckt, ne? Und das nicht nur der Klaus. Nee. Ja, also, es ist alles kein Wunder, weil alles hängt miteinander zusammen. Egal, ob du jetzt in Musik reingehst oder Filme reingehst oder wo du Politik reingehst, es ist überall genau dasselbe. Ja, dieser Autor war beim militärischen Geheimdienst und hat später Reden geschrieben und war im Informationsministerium und Chef des britischen Geheimdienstes. Das ist nicht nur ein Autor. Überleg doch mal bei Ian Fleming, der war auch früher Agent und ist dann Autor geworden. Ja, oder jetzt hier bei der Spion, der aus der Kälte kam. Das ist immer alles dasselbe. Das sind alle später Autoren so und vorher sind die Geheimdienstmitarbeiter gewesen. Ich habe da so viel drüber gelesen, aber das hört überhaupt nicht mehr auf. Das hört überhaupt nicht mehr auf. Diese ganzen Anmerkungen, die du überall findest, ne? Hier ist nicht zum 30. Mal Twin Peaks hier wieder, ja? Aber das hört gar nicht mehr auf, ja? Und Queen ist da wirklich absolut an erster Front, ja? Wenn die da den Phönix drin haben, und es gibt noch mehrere Geschichten dazu, ein heiliger Feuervogel, ja, dann kann das eine ganz große Referenz an eben genau diese Freimaurergeschichte sein. Und inzwischen bin ich davon überzeugt, ich habe nämlich mal ein paar ganz andere Dinge gefunden. Also dieses Stück ist geschrieben worden 1973 und hat den kommerziellen Durchbruch geschafft, muss also zwingend nach Lukas 4 und Matthäus 4 satanisch sein. Nach eigenen Angaben verfasste Mercury erst den Text, bevor er die Musik zur Killer Queen schrieb. Das heißt, er muss also einen Text gehabt haben oder Sachen in seinem Kopf gehabt haben oder eine Geschichte gekannt haben und hat dann erst einen Song gemacht, ne? Aha. Er hat gesagt, es ist über ein erstklassiges Callgirl. Ich versuche damit auszudrücken, dass auch elegante Menschen Nutten sein können. Ich habe mir mal hier ein Bild gesucht aus einem sehr hochpreisigen Fahrzeug und einer Frau Jackie Kennedy zusammen mit dem Herrn Onassis. Nur mal so. Und habe dann eine Platte gefunden von einem Rolls Royce, wo drauf steht Aristoteles, wenn das stimmt, mit Is, S. Onassis, Jacqueline Kennedy und Frederick G. Levin. Ja? Ein Rolls-Royce silbernes Gespenst. Da habe ich gedacht, ja, das passt dann schon. Ne? Ein silbernes Gespenst. Ja, das musst du dir meistens mal vorstellen. Da steht Built to the Order of Greek Shipping Magnate Aristotle Onassis. Also der ist auf Einzelanfertigung, Handanfertigung gemacht worden. Ne? Der Gitarrist Brian May hat gesagt, Killer Queen wäre der Wendepunkt in der Geschichte der Gruppe gewesen. Ja, warum wohl? Queen ist dieselbe Gruppe von dem Frontsänger Freddie Mercury übrigens, der so einen sehr interessanten Clip gemacht hat, und zwar aus dem Jahre 1974, also genau da, wo der Killer Queen eigentlich rausgekommen ist. Der sagt, ich habe hier echte Diamanten vom Teufel bekommen.
Magst du meine Klauen? Es sind echte Diamanten, es ist ein Geschenk vom Teufel persönlich. Ihr glaubt mir nicht, sie glauben mir nicht. Und diesen Clip habe ich jetzt hier schon öfters gezeigt und ich werde ihn nochmal zeigen. Dann hat man zumindest mal so die Grundeinstellung dieses Leadsängers vielleicht schon mal irgendwo im Kopf, oder? Also schon mal, Film ab. Like my claws, they're real diamonds. It's a present from the devil himself. You don't believe me, they don't believe me. Also dieser Freddie Mercury ist eigentlich Farah Bulsara, ein britischer Sänger, eigentlich in Indien aufgewachsen. Der ist zu der St. Peter-Schule gegangen, die ein Phoenix-Logo hatte, wie das Logo von Queen, und in die St. Maria-Schule der Jesuiten in Indien. Und ich weiß auch, dass seine Eltern irgendwie beim Gouverneur oder so gearbeitet haben, also beim Botschafter und so. Also von daher hat er schon sicherlich einige interessante Informationen bekommen, ne? Irgendwie muss er ja die Informationen über Killer Queen herhaben. Sein Name hat etwas zu tun mit dem böhmischen King Frederick V., also die alchemische Hochzeit von John Dee ist ein hochgradiger Magier und auch Aufrichter des Geheimdienstes, der Kult von Merkur oder besser gesagt alle Menschen, die irgendetwas mit Geheimnissen zu tun haben. Ne? Mhm. Ja, das hat stattgefunden in 1613 und ich weiß, dass ich euch ja völlig überfahre mit so viel Informationen, aber irgendwie muss ich das ja mal so zumindest scrollen, damit jeder sieht, aha, guck mal hier, das ist so umfangreich. In 1604 hat also ein angeblich Shakespeare, wenn es der gelebt hat, ein The Tempest geschrieben, aus der Legende, dass eben die spanische Armada eben in den englischen Kanal eingelaufen ist und die Meer geht, also das Märchen geht, dass die, als der Magier eben gesagt hat, also dann den Kurs halten und still sein und so weiter und dass er dann wohl dazu, seine Magie dann wohl dafür verantwortlich gewesen wäre, um eben die spanische Flotte dann da aufzuhalten. Ne? According to Legend war es eben die selber, der eben diesen Sturm eben aufgebracht hat, wie Prospero in The Tempest von Shakespeare. Also er wollte gar nicht alles wissen, glaube ich. Das ist, es geht unendlich weiter, ja. Also Maskenball, so, ne? Genau wie im Ritual heutzutage, Maskenball. Es geht unendlich weiter. Es geht unendlich weiter. Und deswegen habt ihr jetzt eine Kurzfassung davon. Ich wollte das einfach mal benennen. So, ich hab's gleich, ja. So, hier habt ihr jetzt hier die Referenz von Skull and Bones links und den Queen-Cover auf der rechten Seite. We are the Champions kann meiner Meinung nach auch heißen, wir sind nämlich die Champions, also wir sind die Initiierten, ne? Wir sind die Insider, wir sind diejenigen hier, die also genau wissen, was wir tun und ihr kauft einfach unsere Sachen und begreift gar nicht, dass das, was wir machen, hier Satanismus ist, ne? Das ist die Anbetung von Tod und die Anbetung von heidnischen Göttern, also Osiris und so weiter, hm? Selbe Geschichte, die auch bei David Bowie dann da passiert ist. Ne? Guckt euch die Allegorie an jetzt hier zwischen der Statue von Freddie Mercury und zwischen dem Magier im Tarotspiel. Oder jetzt Baphomet hätte ich jetzt hier auch einfügen können von Eliphas Levi. So. Und hier habe ich nämlich jetzt ein interessantes Video gefunden, ob Freddie Mercury geheime Botschaften in seinen Texten versteckt hat. Das habe ich aus einem anderen Grund hier eingeklebt. Schaut mal, was da ist. Es gibt Freimaurerbeschuldigungen, die eben dann von einem Freimaurerring und so weiter von Freddie Mercury sprechen. Und das ist es dann eben in einem seiner Hotels und so weiter unter dem Aliasnamen F. Mason, also wie Freddie Mason oder wie Free Mason dann halt er eingeschrieben hätte. Das kommt nicht von mir, das kommt aus diesem Video. Also es gibt da Gerüchte, dass er da wohl damit kokettiert hat. Freimaurerring, Freimaurer Mason, klar, Osiris-Pose. Tausend andere Sachen auch. Ne? Manche meinen ja auch, dass es halt einfach, dass er falsch zitiert worden ist und dass es eben dann so wäre, dass er irgendwie ein Zeitreisender wäre und dieser Song Bohemian Rhapsody wäre ja so unglaublich interessant und das wäre über das Outing von ihm als bisexueller Mann. Ich glaube da überhaupt nichts von. Wie gesagt, es ist die alchemische Hochzeit von Friedrich V. Und es hat natürlich auch da ganz viel damit zu tun mit dem nicht realen Leben und auch mit diesen ganzen Gottheiten, die er dann da bemüht, Baal und Beelzebub und so weiter, in diesem Bohemian Rhapsody. Ja, Beelzebub und alles, das ist alles Satan, ne? Das ist nichts anderes. Das ist alles Satanismus, ne? Ja, das sieht man ja auch, wie er so seinen Lebensstil hat, ne? Das, hier eine Frau, da ein Mann, ne? Ja, der hat eine Identitätskrise. Ich glaube, dass der gar keine Identitätskrise hatte. Ich glaube, dass er einfach das gemacht hat, wo er Lust zu hatte. Ja, diese Pose sagt eigentlich schon alles aus. Ist nicht freundlich hier, ne? Nee, ist es nicht? Ja, Beelzebub und so weiter, steht alles im Testament, Neuen Testament drin, ne? Und im Anfang von Bohemian Rhapsody sagt er dann auch, ist das das reale Leben, ne? Oder ist es eine Fantasie? Ja, ist,
es gibt eine spirituelle Welt, ne? Ich glaube, dass er eher darauf anspielt, ne? Weil man guckt sich mal an, was er da gemacht hat, sein ganzes Leben. Er hat einfach nur Spaß gehabt, tu, was du willst, ne? Und wie viele ein Augensymbolik wollte er noch haben. Also wenn er sich dann als F. Mason einschreibt, ich meine, dann ist doch wohl klar, warum er mit Killer Queen kommt. Der ist in den Trident Studios, macht mit F. Mason rum. Ja, also muss er irgendjemanden in Verbindung haben, dann, der ihm dann gesteckt hat, nach dem Motto, ja übrigens, ne, wir sind dann auch irgendwie damit verantwortlich für das Ritual an den Kennedy 1963. Und er hat davon einen Song gemacht, in dem wir dann in der nächsten Folge reingehen, klar. Aber noch eine Gruppe, die ich dafür verdächtig halte, ist das ELO, Electric Light Orchestra, übrigens auch aus Großbritannien, also genau wie die Beatles und genau wie Queen. Die haben einen Song gemacht im Jahre 1975, also nach Killer Queen, der heißt Evil Woman, also böse Frau. Auf dem fünften Album 1975, Face the Music, was zu Deutsch heißt nach dem Motto, stell dich in Konsequenzen. Das ist das Albumcover, das zeigt einen elektrischen Stuhl, ne? ELO. Elektrisches Lichtorchester. Die Frage ist, welches Licht meinen die denn? Ne? Der Lichtbringer, da wissen wir ja, ist Lucifer. Ne? Und das ist nicht positiv hier. Die Rückseite genauso wenig, wenn die da irgendwie in einem Käfig hängen oder irgendeinem Glas und da nicht rauskommen, wie man hier sieht, an dem Richard Tandy. Und vor allem das zweite Lied auf der zweiten Seite auch noch heißt Strange Magic, also seltsame Magie. Kann man so auf Gedanken kommen. Ne? Das dritte Lied auf der ersten Seite heißt Evil Woman, nochmal. Der Text dazu heißt... There's an open road that leads nowhere. Da ist eine offene Straße, die nirgendwo hinführt. So just make some miles between here and there. Also guck, dass du ein bisschen Distanz zurücklegst. There's a hole in my head where the rain comes in. Ich sag, stopp. Der Kennedy hatte auch ein Loch im Kopf. Und genau dieses Stück, wo der Frank Sinatra mit der Mafia-Verbindung gespielt hat, heißt... A Hole in the Head. Und Frank Sinatra ist genau derjenige, der kurz vor der Wahlkampfperiode und dem Wahlkampf von Kennedy dieses Lied High Hope, seine Wahlkampfhymne, gemacht hat. Und der hat ein Jahr vorher in einem Film gespielt, A Hole in the Head. Und ELO schreibt, there's a hole in my head where the rain comes in. You took my body and played to win. Also du hast meinen Körper genommen und hast damit rumgespielt. Klar ist das jetzt hier auf eine Liebesgeschichte gemünzt. Aber erstens, der Song kommt von 1975. Und B, auf die Nachfrage, habe ich zumindest in einem Forum gelesen, des Texters und Chef von ELO, Jeff Lynn, welche denn die böse Frau ist, hat er gesagt, ich kenne gar keine böse Frau. Schon interessant, ne? There's a Hole in the Head ist angeblich eine Referenz zum Beatles-Song Fixing a Hole. Aha, also Freimaurer-Song, ne? Fixing a Hole. Aber in Fixing a Hole, da geht es überhaupt über gar keinen Kopf. Also da ist kein Hole in the Head. Das kann es nicht sein. Ne? Ist nicht da drin. Also von daher befürchte ich, dass das auch eine Referenz sein könnte. Vor allem, wenn dieses Lied heißt Evil Woman, also bösartige Frau. Ist ja nur mal eine Idee. Vielleicht hat der Herr Jeff Lynn ja auch kapiert, was der Freddie Mercury damit meinte. Hm? Wollte er vielleicht ein bisschen auf den Zug aufspringen. Aber wie gesagt, ist jetzt nur mal meine Idee. Ne? Freddie Mercury. Ne? Frank Sinatra, Mafia-Verbindung, Freund von JFK hier. Der hat oft gespielt im Ambassador Hotel, genau wo sein Bruder von Kennedy dann erschossen worden ist. Ne? Hat 1959 den Film gemacht, Ein Loch im Kopf. Hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. 1962 hat er diesen Film gemacht, der Manchurian Candidate, über jemanden, der also kontrolliert ist, der also einen Mind Control hatte, der also quasi ein Programm hatte, jemanden umzubringen, der eben genau das JFK-Ritual quasi dann vorweggenommen hat. Ja, das ist beides mal Frank Sinatra. Und der hat, wie gesagt, 1959 diesen Film A Hole in the Head. Und ELO sagt, there's a hole in the head where the rain comes in. Ja, Evil Woman, ja. Du hast alle die Werte vernichtet, die Gott dir gegeben hat. You destroyed all the virtues that the Lord gave you. Mhm. Ah, schon interessant, wenn man da mal ein bisschen mehr reingeht, ne? Hole in the Head habe ich mir mal angeguckt. Da gibt es übrigens heutzutage viel, auch von den Sugar Babes. Das bezieht sich aber jetzt hier meistenteils so auf Beziehungsklamotten. Wobei, die meisten Morde sind Beziehungsmorde. Wobei, da sind wir auch nicht so weit weg von dem Herrn Kennedy, ne? Und deswegen sage ich jetzt mal als Überleitung zur nächsten Sendung, wo wir dann in den Songtext von Killer Queen reingehen. Ich hätte ja niemals gedacht, dass wir da jetzt noch eine Sendung zu machen, aber wo ich sage, jetzt als Abschluss ist es für mich eigentlich ganz einfach, wenn ich jetzt sehe, was Queen da gemacht hat und ELO eventuell textet und auch die Beatles damit zu tun haben, dass das alles unglaublich in den ganzen medialen Bereich Freimaurer verseucht ist, um das mal ganz auf den Punkt zu bringen. Und deswegen ist der Fahrer Will Greer eigentlich
eigentlich die Verschwörungstheorie-Version von der CIA. Wir erinnern uns jetzt hier an den Naval-Geheimdienst William Cooper, Behold the Pale Horse, oder die apokalyptischen Reiter, glaube ich, heißt das in Deutsch. Und die Freimaurer-Verschwörungsvariante ist dann allerdings Jackie Kennedy. Das ist der Grund und der Hintergrund von The Killer Queen von Queen. Aha. Also, ich weiß nicht, ich bin jetzt echt ziemlich groggy von so viel Fakten, Fakten, Fakten. Ich kann mir schwer vorstellen, dass es noch irgendjemanden gibt, der jetzt wirklich aufnahmebereit ist, nach so viel, was jetzt an Material kam. Ich kann nur eins dazu sagen, ich bin echt froh, wenn wir vielleicht nach der nächsten Sendung endlich mal in die klerikalen Hintergründe gehen. Leider kommen noch ganz andere Geschichten und das ist dann noch spannender als die Frage, wie es jetzt genau gemacht worden ist. Es kann dir niemand sagen, weil alle sind nur da bestrebt, letzten Endes alles zu vertuschen und arbeiten nur mit Lügen. In dieser Welt, egal womit du dich beschäftigst, ob du dich mit der Wissenschaft beschäftigst, mit Politik, mit Sport, mit Medien, mit Musik und mit Kunst oder wie auch immer, es ist alles immer negativ und nur egoistisch. Ja, da kannst du eine Million Sendungen von machen, du wirst kaum etwas Positives in dieser Welt finden. Es sei denn, einfach mal die Bibel lesen und sich vor allen Dingen sich christlich verhalten und dem Nächsten zu helfen. Und das ist eine Sache, die ich mir wünschen würde, dass Menschen aus Grund von diesen Sendungen die Einsicht finden und sagen, nee, ich finde da nichts, was mir die Massenmedien vorsetzen. Die Massenmedien, das ist letzten Endes alles satanisch. Das ist ja logischerweise, die sind ja auf dem breiten Weg. Egal, ob ich jetzt Beatles rauspicke, Rolling Stones, Bob Dylan, Alan Parsons Project, ELO, Queen, egal, wie es ist, überall dasselbe. Es geht sich nur um Mord und Totschlag, Bösartigkeit, Intrigen und letzten Endes geht sich nachher nur um den großen Gewinn für die Plattenfirmen. Also es geht sich gar nicht um die Musik als solches, es geht sich um die Doktrin, es geht sich um den Glauben, es geht sich um die Promotion, es geht sich um Propaganda, es geht sich darum, um die Menschen davon abzulenken, wirklich zu begreifen, was diese Welt zusammenhält und das ist Liebe und Gott. Und jetzt gebe ich ab an den Jörg, der sich wahrscheinlich auf die nächste Sendung besonders freut, weil dann endlich so wieder irgendwie so wie in die Jugendzeit von uns beiden zurückkatapultiert werden in 2019. Also dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, Maranatha. Naja, in meiner Jugendzeit war nicht immer alles besser. Das ist nur, wenn man so nostalgisch dahin zurückguckt. Im Grunde, wenn ich da mit meinem christlichen Auge drauf gucke, dann widert mich das alles nur noch an. Das habe ich damals bei der satanischen Musikagenda, Medienagenda-Serie ja auch oftmals gesagt, dass ich heutzutage gar nicht verstehen kann, wie ich damals auf solche Dinge so abgefahren bin. Aber das ist immer wieder passiert, wenn man dann so ein altes Lied hört, dass man dann doch mit dem Fuß so vorsichtig mitwippt und da fängt es mit an. Ich habe das damals gesagt und das ist heute immer noch so. Obwohl ich sowas so verabscheue, kann ich mich da nicht ganz von lossprechen. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir die Sendung abgeschlossen haben, ohne tief in den Text einzugehen, weil wenn wir das nächste Mal machen mit der Übersetzung der Erklärung dabei, wenn das dann kommt, weil das wird wahrscheinlich nicht nächste Woche sein, wir brauchen für die Übersetzung ein bisschen Zeit, dann wird das viel deutlicher für die Zuschauer und ich fand das hier einen ganz wichtigen Schnitt, den wir machen. Ich finde es aber schön und das würde ich nochmal eben wiederholen, das habe ich zu Anfang ja, glaube ich, auch schon mal ein wenig gesagt und das ist ja jetzt nach dieser Sendung, glaube ich, umso deutlicher, jedem umso deutlicher geworden. Wenn man jetzt diese ganzen Sendungen sieht, diese ganzen Sendungen und die ganzen Serien, die du teilweise alleine gemacht hast und die wir auch zusammen gemacht haben. Du hast wissenschaftlich neue Religion gemacht, du hast die Televisionsserie gemacht, wir haben zusammen die satanische Medienagenda gemacht, wir haben zusammen jesuitische Bücher gelesen, also Bücher über die Jesuiten, wir haben von Griesinger gelesen, wir haben Herrscher des Bösen gelesen, wir haben in Herrscher des Bösen gelernt von Ratio Studiorum, wir haben gelernt von der Kamera und so weiter und so weiter. Wenn man das alles jetzt zusammen sieht, die Zuschauer, die jetzt diese 47. Sendung wirklich, auch wenn sie so lange geht, Entschuldigung, die wirklich aufmerksam verfolgt haben, die verstehen auf einmal, dass sich der Kreis schließt und dass alles nur logisch zusammenhängt, wenn man die Bibel in die Mitte stellt, wenn man Gottes Wort in die Mitte stellt. Ja, lass das Bild von Gottes Wort mal bitte ganz groß da. Scroll da gar nicht groß runter. Mach das mal ganz groß. 1611 König James Version. Ja. Da geht es drum. Du hast gerade selbst gesagt, in dieser Welt geht es immer nur um Satanismus, geht es immer nur um Geld und um Reichtum und um Ruhm und diese ganzen Sachen.
was man sich auch anguckt, Politiker, Unterhalter, also Musiker, Schauspieler, was auch immer. Und das ist alles nichts wert, wenn man die Bibel versteht. Weil in der Bibel steht, dass wir unsere Schätze im Himmel anlegen müssen. Dort, wo weder Rost noch Motten sie fressen. Nicht hier auf Erden, wo Diebe unsere Schätze stehlen können. Unsere Schätze sollten wir im Himmel anlegen. Und die Arbeiten, die wir hier auf dieser Welt verrichten, dafür werden wir nicht in dieser Welt entlohnt. Dafür werden wir von unserem Vater im Himmel entlohnt, der uns unsere Entlohnung gibt, wenn die Zeit gekommen ist. Nicht jetzt. Aber wir müssen unsere Schätze im Himmel anlegen. Und das ist etwas, was kein einziger der Menschen, die wir heute in dieser Serie und auch vorher in den anderen 46 Folgen besprochen haben, verstanden hat. Das sind alles Menschen, die sich von dem blenden lassen, was sie hier und jetzt und sofort haben können. Nämlich Ruhm, Reichtum und eben Anerkennung. Um ihren Egoismus zu frönen, um ihren Narzissmus ausleben zu können. Weil wenn man sich mal ganz ehrlich umschaut in dieser Welt, dann ist diese Welt voll von Narzissten. Was das ist, ein Narzisst, und was das beinhaltet, ja, das könnt ihr bitte mal selbst recherchieren, weil schließlich wollen wir euch mit diesen Sendungen ansetzen zur eigenen Recherche. Das war Folge 47. Michael, herzlichen Dank. Und ich freue mich auf Folge 48. Dies war, ich sage es nicht zum ersten Mal, eine der schönsten Sendungen, weil ich fand, dass wir auch ein gutes Zusammenspiel hatten. Es war ein bisschen weniger, dass du einen 2 Stunden Monolog hältst. Ich habe ein bisschen was dazwischen gefunkt, wofür meine Entschuldigung hier und da. Aber ich fand das dann auch wieder besser, weil ich mache eigentlich am liebsten Sendungen, wo ich mit meinem Co-Moderator, also mit meinem Mitarbeiter, in Dialog gehen kann, wie ich das mit Gerald auch immer mache. Das kommt bei dir in diesen Sendungen in letzter Zeit ein wenig zu kurz. Das fand ich heute schon wieder viel besser. Ich hoffe, den Zuschauern hat es auch gefallen. Ich hoffe, den Zuschauern gefällt auch die 1611 König James Version oder das zweitnächstbeste, was sie in Deutsch kriegen können, die Schlachterbibel. Und wenn sie irgendwo einen Missverstand haben, dann müssen sie die Verse der Schlachterbibel neben die König James Version legen und dann werden sie den Unterschied auch verstehen. Das ist, wenn der Heilige Geist in alle Wahrheit führt, und das machen wir mit der Führung des Heiligen Geistes mit der nächsten Sendung auch wieder. Bis dahin, lest eure Bibel. Maranatha. They say